Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Kakerlakenparty, das Hörspiel. Ich habe euch von der vergangenen Woche wieder alle Videos zusammengepackt, ohne mein Blabla dazwischen. Die Videos kann man nutzen zum Zocken, zum Nebenbeihören oder zum Einschlafen, ohne dass ihr von meinen Kommentaren gestört werdet. Die Pausen in den Videos sind automatisch rausgecuttet. Das heißt, die Videos haben nicht genau die gleiche Qualität wie die Videos aus der Montag- bis Freitagsfolge. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit. Dies war der Wunsch von vielen aus euch oder von euch aus den Kommentaren. Viel Spaß mit unserem Hörspiel. Tag. Ich heiße Jan Kim, ich rufe von Impressive Aria. Sie haben sich auf unserer Handelsplattform angemeldet. So, meine Aufgabe ist Ihnen, unsere Plattform zu helfen, Ihnen Ihr Konto aktivieren. Aha. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung im Handel? Nee, noch gar nicht. Gut, also wissen Sie, unser System ist ganz automatisch, so Sie brauchen keine spezielle Kenntnisse oder Erfahrung. Aha. Sagen Sie bitte, haben Sie gedacht, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, was ist denn da sinnvoll? Unser Mindestbetrag ist 250 Euro. Ja, dann, wenn Sie sagen, das ist sinnvoll, dann machen wir 250 Euro. Gut. Sagen Sie bitte, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ich habe beide Karten. Gut. Dann mit Ihrer Visa oder Mastercard. Sie können Ihr Konto mit einem Link einzahlen. Unsere technische Abteilung sendet Ihnen einen Link. Sie einfach öffnen das, schreiben alle benötigten Daten. Es ist Daten von Ihrer Bankkarte und Ihr Daten bestätigen Transaktion und Ihr Geld ist auf Ihr Konto. Gut, unsere technische Abteilung in 1-2 Minuten sendet Ihnen diesen Link. Ja. Gut. Warten Sie bitte kurz. Ich habe Ihnen auch ein E-Mail gesendet mit Ihrem Login und Passwort und in meinem E-Mail gibt es eine große schwarze Taste Login. Sie können diese Taste immer klicken und Ihr Konto öffnen. Also Sie haben es schon per E-Mail geschickt? Das habe ich gesendet Ihnen und jetzt unsere technische Abteilung sendet Ihnen noch ein E-Mail mit Link, mit der Sie können Ihr Konto einzahlen. Das ist ein E-Mail von Eddie Kirsch und es ist schon gesendet. Können Sie bitte überprüfen. Ah ja, dann öffne ich mal eben meine E-Mails, dann gucken wir da mal. Ich sehe, das ist gerold.steiner@mdccfun.de. Genau. Es ist richtig oder nicht? Ja, das ist richtig. Gut. Sagen Sie bitte, haben Sie ein E-Mail von Eddie Kirsch bekommen? Warten Sie, ich logge mich gerade ein. Das dauert bei mir so ein bisschen. Postfach ist irgendwie ziemlich langsam. Unsere technische Abteilung hat das schon gesendet. Vielleicht können Sie bitte aktualisieren Ihr Inbox. Ja, ich bin ja noch nicht ganz drin. Moment. Ach so, gut. Wie gesagt, das dauert bei mir immer so ein kleines bisschen, bis ich eingeloggt bin. Sagen Sie bitte, Sie benutzen jetzt Handy, richtig? Nee, einen Computer. Gut. So, jetzt bin ich eingeloggt und dann gehe ich erstmal in den Eingang. Gut. Was quietscht denn da bei Ihnen so in der Leitung? Also
Also mein E-Mail ist von Jan Kim und heißt Konto aktivieren im Passive Area. Und zweite E-Mail ist von Eddie Kirsch. Ja, das war nicht meine Frage, aber Ihnen quietscht irgendwas in der Leitung. Ah. Haben Sie mich auf Lautsprecher? Ja. Mhm. Haben Sie kein Headset? Noch einmal bitte? Haben Sie denn kein Headset? Ah, ich habe. Ja, aber gerade haben Sie gesagt, Sie haben Lautsprecher. Dann setzen Sie mal Ihr Headset auf. Ich habe verstanden, dass Sie haben mich am Lautsprecher. Nee. So. Da muss ich erstmal gucken. Von wem kam die E-Mail? Eddie Kirsch. Ah ja, genau, da habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Aha. So, dann mache ich die eben mal auf. Moment. Können Sie da im Hintergrund mal die Musik ausmachen? Warten Sie bitte kurz. Sagen Sie bitte, was machen Sie jetzt? Na, Sie sagten, ich soll ja warten, dass Sie die Musik ausmachen. Schon gemacht. Mhm. So, Sie hatten jetzt einen Link geschickt, ne? Ja, richtig. Ja, genau, da klicke ich mal drauf. Mhm. So, jetzt habe ich hier eine Seite. Gateways API und da steht, zahlen Sie für Ihre Bestellung. Hallo? Mhm. So, wählen Sie Ihre Währung und stellen Sie sicher, dass Sie den genauen Betrag bezahlen. So, mehr steht hier nicht. Also, das war's. Ja, und jetzt wählen Sie bitte Währung, Euro. Ja, ist das die Seite von Ihnen? Ja. Weil hier ist ja gar nichts weiter drauf. Kein Impressum, kein Kontakt, keine Telefonnummer. Also, das war's ja schon. Es ist ein Link, um Ihr Konto einzahlen. Wir verbessern jetzt das System und so ist es besser und schneller. Das hat ja gar keinen Bezug zu meinem Konto hier. Nein, keine. Sie sehen Ihr Geld auf Ihr Konto heute. In 50, 20 Minuten, nachdem Sie diesen Link machen. Okay. So, was muss ich jetzt drücken? Wählen Sie bitte Euro und klicken weiter oder fortfahren, kaufen. So. Also hier gehe ich jetzt. Und weiter Sie einfach schreiben benötigen Daten. Ah ja, ja. Hier trage ich jetzt meine Daten ein, genau. Dann mache ich das mal. So. Und dann nochmal meine Telefonnummer. Ja, Sie wählen Land und schreiben Telefonnummer ohne Code. So, E-Mail-Adresse. Dann nochmal Land. Ja. Dann die Stadt. Dann die Straße. Postleitzahl und Region. So. Und jetzt soll ich hier die Zahlungsmethode auswählen. Ja, klicken Sie bitte, dort gibt es RP Payment. Und wählen Sie bitte RP Payment. Nee, hier ist Bankkontakt und Sofortbanking steht da drin. Also Sie benutzen und Visa und Mastercard, richtig? Ja. Wählen Sie bitte Karte und diese Karte, die ist besser für Sie.
Na das, und was muss ich denn jetzt hier auswählen bei der Zahlungsmethode? Da habe ich ja jetzt hier Bahn-Contact und Sofort-Banking. Warten Sie bitte kurz. So, suchen Sie bitte, dort gibt es Kreditkarte und wählen Sie bitte Kreditkarte. Nee, eine Kreditkarte ist da nicht auswählbar. Gut, können Sie bitte einen Screenshot machen oder Foto machen und mir senden per E-Mail? Ja, kann ich probieren. Danke. Nö, kann ich nicht machen, weil jedes Mal dann das Feld wieder zugeht. Mhm, gut, also wenn dort gibt es keine Kreditkarte, wir können mit anderer Methode alles machen, mit unserem Partner MoonPay. Aha. Ich sende Ihnen per E-Mail noch einen Link, anderen Link, und ich auch bleibe an der Linie und helfe Ihnen bei jedem Schritt. Gut? Mhm. Gut, warten Sie bitte kurz, ich sende Ihnen noch ein E-Mail. Alles klar. Gut, ich habe das gesendet. Können Sie bitte überprüfen? Hallo? Ja, warten Sie, ich gucke mal. Hallo? Mhm. Ist noch nichts da. Es ist mit der ersten E-Mail von Jan Kim. Nee, ist noch nicht angekommen. Gut, ich sende jetzt noch einmal. Ja. Ich habe das gesendet noch einmal. Können Sie bitte überprüfen? Es ist ein E-Mail von Jan Kim, der heißt MoonPay Transaktion. Ich habe jetzt hier was mit Login bekommen. Ja, ich habe zweimal gesendet. Erste mit meinem ersten E-Mail mit Login und zweite noch einmal. Neue E-Mail. Na, also. Ja, also, was ich jetzt bekommen habe, ist Kontoaktivierung mit einem Passwort. Ja, und zusammen mit diesem E-Mail geht zweite mit Link und mit gelber Code. Können Sie bitte unten scrollen, dort soll sein. Oder ich habe noch einmal gesendet, wie ein neues E-Mail. Der heißt MoonPay Transaktion. Mal gucken. Ja, so eine weitere E-Mail habe ich jetzt noch nicht. Können Sie bitte aktualisieren, diese Seite? Ja, ja. Haben Sie? Kontoaktivierung. Öffnen Sie bitte diese E-Mail, Kontoaktivierung, und scrollen Sie bitte unten. Dort soll noch ein E-Mail sein. Das ist nur erstens Anmeldung, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, und dann war es das schon. Gut, ich sende noch einmal. Ja. Ich habe das noch zweimal gesendet, also ich denke, dass Sie bekommen jetzt. Ja, dann mache ich nochmal auf. Mhm. Ja, jetzt habe ich nochmal eine Mail bekommen. Ja. So, die Leute. Und nochmal 7403. Ja,
von Jan Kim, Monpay Transaktion. Ja, das lädt noch. So, jetzt sehe ich was. Ja? Hier ist der Link Moonpay. Richtig. Dann gehe ich da mal drauf. So, und dann. Dann lädt jetzt die Seite erstmal. Ja, Sie öffnen diese Seite Moonpay. So, jetzt steht ja Bitcoin kaufen. Richtig. Also, dort gibt es zwei Felder. Im ersten ist geschrieben Bitcoin, BTC Bitcoin. Ja. Und zwischen diesen zwei Feldern rechts ist geschrieben BTC zu Euro oder BTC zu USD. Ja. Was ist dort geschrieben? Euro. Gut. Dann schreiben Sie bitte Ihren Betrag, 250 Euro. Ja, habe ich reingeschrieben, ja. Gut. Und dann? Was mache ich denn? Hallo? Also soll ich jetzt darauf weitergehen? Hallo? Ja. Hören Sie mich nicht mehr? Hallo? 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 Ja. Ja. Oh, ich höre Sie. Ja, ich Sie auch. Gut, also im ersten Feld ist BTC Bitcoin, Zwischenfelder ist BTC zu Euro und weiter Betrag 250, richtig? Ja, genau, das habe ich da jetzt drin. Gut, klicken Sie bitte fortfahren. Ja. Und dann? Und Sie sehen jetzt ein Feld, wo ist geschrieben, gib deine Wallet-Adresse für BTC ein, richtig? Ja, genau. Also in meinem Brief, wo war dieser Link, dort gibt es eine lange gelbe Code. Es ist diese BTC-Wallet. Können Sie bitte das einfach kopieren und einfügen? Ah ja, die lange Nummer aus der E-Mail. Ja, es ist gelbe, beginnt mit 1K und endet mit X. Ah ja, genau hier. Und die soll ich da jetzt reintippen? Ja. Einfach kopieren und einfügen. Ja, Moment. So, und dann? Klicken Sie bitte fortfahren. Ja, jetzt muss ich hier meine E-Mail-Adresse eingeben. Richtig, Sie jetzt bestätigen Ihre E-Mail-Adresse, Sie schreiben Ihre E-Mail-Adresse und bekommen einen Code von Moonpay per E-Mail und schreiben diese Code. Also muss ich jetzt erstmal warten, bis die E-Mail da ist. Ja, Sie einfach schreiben Ihre E-Mail-Adresse, klicken OK oder weiter und warten auf E-Mail von Moonpay. Okay. Ah ja, genau. Und jetzt habe ich hier so eine sechsstellige Nummer bekommen. Ja, gut. Und Sie schreiben Sie bitte diese Code in Moonpay. So, habe ich eingegeben, ja, und dann? Klicken Sie bitte, ich stimme bla bla bla. Und klicken Sie bitte weiter oder fortfahren. Ja. Gut, was sehen Sie jetzt? Jetzt kann ich da so Daten auswählen, also Visa. Gut. Und, soll ich da jetzt so eine Visa-Karte auswählen? Es ist egal, welche Sie mir wählen wollen. Okay, dann nehme ich da die Visa-Karte. Gut. Ja, habe ich eingegeben. Gut. Was sehen Sie jetzt? Jetzt gehe ich hier auf Weiter. Jetzt lädt hier was.
So, jetzt steht hier erfolgreich. Was steht? Erfolgreich. Gut. Hat das jetzt geklappt? Und Sie haben keine Daten von Ihrer Bankkarte gegeben? Doch, die habe ich eingetragen hier. Können Sie bitte einen Screenshot machen und mir senden? Ja. So, dann so muss ich das abspeichern. So, dann antworte ich da einfach auf Ihre E-Mail, ja? Ja, richtig. So, dann... Ach, jetzt lädt es hier wieder. So, jetzt füge ich den Screenshot mit dabei. Der wird gerade hochgeladen. Und dann... da unten senden und... Nachricht wird gesendet und ist verschickt, ja. Habe ich jetzt gesendet. Super, ich überprüfe jetzt. Gut, warten Sie bitte kurz. Ja. Soll ich nochmal senden, oder? Können Sie bitte ja noch einmal senden, weil ich sehe nur eine bunte Bild ohne nur einige. Also ich sehe nicht. Wie meinen Sie das? Viele kleine bunte Punkte. Warten wir dann. Rote, grüne, gelbe Punkte. Keine Ahnung. Also ich habe einen ganz normalen Screenshot gemacht. Ich schicke nochmal. Gut, danke. So, ich wähle die Datei nochmal aus, dann wird das nochmal hochgeladen. Sie benutzen Computer, richtig? Ja, genau. Gut. So. Dann sende ich jetzt nochmal. So, haben Sie bekommen? Ich überprüfe jetzt noch nicht. Noch nicht. Ich aktualisiere jetzt meinen. Ja. Jetzt piept das wieder bei Ihnen so im Telefon. Oh, noch einmal bitte? Bei Ihnen quietscht das immer so im Telefon. Nein. Ich habe bekommen, warten Sie bitte kurz. Ja. Dasselbe Bild mit vielen bunten Punkten. Gut, so, können Sie bitte eine... warten Sie bitte kurz. Ich verstehe nicht. Wissen Sie ein Programm AnyDesk? Und was ist das? Es ist ein Programm, mit dem ich kann sehen, was machen Sie und verstehe, was machen Sie und per Telefon sprechen. Können Sie bitte dieses Programm installieren? Ja, wo bekomme ich das her? Ich kann Ihnen senden einen Link auch. Okay. Warten Sie bitte kurz. Thank you.
Ja, ich habe das gesendet. Können Sie bitte überprüfen? Dann gehe ich nochmal in meine E-Mails. So. Nee, ist noch nichts angekommen. So, warten Sie bitte kurz. Haben Sie bekommen? Warten Sie, ich aktualisiere nochmal. So, das lädt erstmal. Nee, ist noch nichts da. Also, gut. Können Sie einfach bitte Ihr Suchsystem öffnen? Google oder welche Sie benutzen? Dann mache ich mal Google auf, ja. Und ich buchstabiere. Schreiben Sie bitte A wie Anton. N wie Nordpol. Ja. Y. D wie Dora. Ja. E wie Emil. S wie Samuel. Ja. K wie Kaufmann. Ja. Anydesk. Und jetzt suchen Sie bitte. Ah ja, dann drücke ich jetzt Enter. Ja. So. Genau, jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse. Und öffnen Sie bitte erste Webseite. Ja. Ah ja, genau, so eine aprikofarbene Seite. Ja, und wo klicke ich da jetzt drauf? Also, dort gibt es große grüne Taste, Download now oder installieren jetzt. Ja. Klicken Sie bitte diese Taste und installieren Sie bitte dieses Programm. Ah ja, okay. So, jetzt lädt er was runter. So. Ah ja, genau. Und jetzt muss ich das installieren. Ja, richtig. So, das lädt jetzt hier wieder. Also, wenn Sie installieren, öffnen Sie bitte dieses Programm. Ja, warten Sie. Ich muss erst mal fertig installieren. Hier dreht sich jetzt so ein Kreisel. So, jetzt steht da inkompatible Betriebssystemversion. Klicken Sie bitte OK oder weiter. Wie bitte? Haben Sie geöffnet dieses Programm? Na, ich habe das jetzt aufmachen wollen, ja, und dann steht da inkompatible Betriebssystemversion. Sie können das einfach schließen. Okay. Aber dann ist das Programm ja noch nicht installiert. Also, können Sie bitte noch einmal probieren? Ja, also ich soll es nochmal installieren dann, also die Datei nochmal aufmachen. Ja, gut. Warten Sie, mache ich gleich nochmal. So, jetzt rödelt hier wieder so ein Kreis. Ja, und jetzt kommt hier wieder die Fehlermeldung mit inkompatible Betriebssystemversion. Warten Sie wieder kurz. Ja. Ist ganz schön kompliziert bei Ihnen. Warten Sie wieder kurz, vielleicht... Ich habe noch eine Idee. Sagen Sie bitte, welche Fehler dort gibt es? Na, da steht der Fehler inkompatible Betriebssystemversion. Gut. Und was können Sie klicken? Na, ich kann nur auf OK drücken und dann geht das Fenster zu. Klicken Sie bitte OK.
Ja, dann ist wieder weg. Warten Sie wieder kurz. Also, gut, sagen Sie bitte, können Sie jetzt Ihr Handy benutzen und alles mit Handy machen? Ja, kann ich probieren. Gut, also, sagen Sie bitte, benutzen Sie iPhone oder Android? Ich habe ein iPhone. iPhone, super. So, können Sie bitte App Store öffnen? Ja. Habe ich auch. Gut, und schreiben Sie bitte dort auch AnyDesk. A wie Anton. N wie Nordpol. Ja. Y. Ja. D wie Dora. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. K wie Kaufmann. Ja. Gut, suchen Sie bitte. Guck ich mal. Jetzt kriege ich ja eine SMS von meinem Internetanbieter, dass mein Datenvolumen leer ist. Warten Sie wieder kurz. Ja, gut. Und können Sie AnyDesk finden und installieren? Nein, das Problem ist, dass mein Datenvolumen leer ist. Das dauert dann ganz lange. Also ich lade es gerade schon runter, aber das ist halt plus mit Edge. Also das ist ganz langsame, mit ganz gut, langsamer Internet. Gut, warten Sie wieder kurz. Gut, also, dann wir können ganz andere Weg gehen. Wir können eine Banküberweisung machen. Ja. Also, ich brauche Ihre Daten. Es ist Foto. Ich sende jetzt auch per E-Mail. Was brauche ich? Ich habe das gesendet und ich sage das alles auch. Also, ich brauche ein Foto Ihres Personalausweises von beiden Seiten, die farbig sein müssen. Ja. Und der Name Ihrer Bank. Und Betrag. Betrag 250, richtig? Ja, genau. Hatten Sie ja gesagt. Gut, also, senden Sie mir bitte per E-Mail Fotos Ihres Personalausweises von beiden Seiten. Können Sie das machen? Ja, muss ich erstmal eben ein Foto machen, dann hole ich mal meine Kamera. Gut. Und der Name Ihrer Bank. Und mit diesen Daten, ich vorbereite alle Daten für Banküberweisung, sende Ihnen und Sie können eine ganz normale Banküberweisung in Ihr Online-Banking machen. Also vom Personalausweis brauchen wir ein Foto. Ja, von beiden Seiten. Um alles ist in guter Qualität und ich kann alle Informationen lesen. Ja, dann warten Sie. Genau, dann einmal die Vorderseite. So, dann noch von der Rückseite. So, und was brauchen Sie noch? Foto, Personalausweis von beiden Seiten und der Name Ihrer Bank. Ah ja, das schreibe ich Ihnen dann in die E-Mail rein. Gut. So. Ja, genau. So, jetzt habe ich das erstmal auf dem Computer. So,
Achso, jetzt hat sich ja mein E-Mail-Postfach ausgelockt. Dann muss ich mich da eben mal einloggen. Gut, ich warte. So, Username und Passwort. So, jetzt lädt es hier. Ich darf Ihre letzte E-Mail auf Antworten. Ja, gut. So, und dann muss ich noch die Bilder mit anhängen. Jetzt steht hier, die ausgewählte Datei ist zu groß. Was ist zu groß? Die ausgewählte Datei ist zu groß. Also das Foto ist zu groß. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also können Sie dann zuerst ein Foto senden und dann mit anderer E-Mail zweite Foto. Ja, warten Sie, dann wähle ich nur ein Foto aus. Gut. Nee, jetzt sagt er, hier ist auch zu groß, das Bild. Warten Sie bitte kurz. Ja. Können Sie bitte diese Foto auf Handy öffnen, machen Screenshot von diesem Foto und dieses Screenshot mir senden. Es soll kleiner sein. Na, ich habe das jetzt mit der Digitalkamera gemacht. Mit wem? Mit der Digitalkamera von mir. Gut. Also habe ich nicht auf dem Handy gemacht. Gut. Warten Sie bitte kurz. Ich denke noch. Aber ich kann Ihnen ja schon mal den Namen der Bank schicken. Ja, senden mir jetzt bitte einfach Name von Ihrer Bank und ich denke, wie mit Foto machen. Ja, genau. So, dann habe ich schon mal den Namen der Bank geschickt. Gut, ich habe noch nichts bekommen, aber ich warte. Ja, senden dauert ja manchmal so ein bisschen und bei mir ist das auch nicht so schnell. So, jetzt steht bei mir, die Nachricht wurde gesendet. Ja, ich habe das bekommen. Landesbank Berlin. Ja, genau. Super. Also, können Sie bitte diese Foto als PDF-File senden? Ach gut, wie mache ich denn jetzt noch ein PDF? Das müssen Sie mir erklären. Warten Sie wieder kurz. Ja. Oder können Sie bitte Foto auf Handy machen? Also soll ich nochmal alles fotografieren? Gut, aber auf Handy ist es nicht so große Foto und Sie können das einfach senden. Dann mache ich das nochmal mit dem Handy. Gut, danke. Also den Personalausweis nochmal von vorne und von hinten, ja? Ja, richtig. Ja. Danke. So, ja, dann habe ich den von vorne nochmal fotografiert. So, dann mache ich gleich noch ein Bild von hinten. So, also den Personalausweis habe ich jetzt von vorne und von hinten fotografiert. Und was brauchen Sie noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Das alles, nur ein Foto von Ihrem Personalausweis von beiden Seiten. Ah ja, okay. Dann, so, dann muss ich mal gucken mit E-Mail, weil das habe ich vom Handy, habe ich das noch gar nicht gemacht. So.
Ach, hier habe ich gar nicht die Login-Daten drin von dem E-Mail-Postfach. Muss ich erst mal gucken. Ah, ja, alles in Ordnung. Ich warte. So, die E-Mail-Adresse erstmal eingeben. So, dann das Passwort. Jetzt sagt er mir hier Passwort falsch. Muss ich mal nochmal überlegen, wie das Passwort war. Weil auf dem Computer ist das ja immer alles eingespeichert. Gut. Nee, also das Passwort, das fällt mir nicht mehr ein. Was muss ich jetzt machen? Weil vom Handy weiß ich jetzt nicht, wie das Passwort ist. So, warten Sie bitte kurz, wie ich denke. Sind Sie noch da? Ja, warten Sie bitte kurz. Ich habe Zeit. Warten Sie bitte kurz. Sie können mit unserer technischen Abteilung sprechen. Der wird Ihnen vielleicht besser helfen. Gut? Warten Sie bitte kurz. Ja, meinetwegen. Der heißt Eddie Kirsch und... Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, mein Name ist Eddie Kirsch. Eine Sekunde bitte, jetzt ich versuche Sie helfen. Einen Moment. Ja. Okay, dann Sie haben versucht, Ihre Foto anzuschicken, aber es war nicht erfolgreich, weil es ist zu groß, ja? Ja, genau. Okay, dann in diesem Fall, wir können es ein bisschen minimisieren. Es gibt im Internet einige Website, wir können Sie Ihre Image kompressen. Also Sie können schreiben, das Kompress JPEG. Warten Sie, die Google-Suche. Muss ich mein Internet nochmal aufmachen? Jetzt waren wir ja am Handy. Sie können es machen an Ihre Computer. Wo haben Sie diese Fotos? Also diese großen Fotos. Ja, genau. So. Ja, jetzt startet erstmal Internet. Kleinen Moment. Ja, okay. So, soll ich denn jetzt Google aufmachen, oder? Ja, also Sie können das Google einmachen und da Sie können schreiben Compress JPEG. Ich kann das buchstabieren. Ja, wie schreibt man das? Also es ist C wie Cäsar. O wie Otto. M wie Marta. Ja. Dann P wie Paula. Dann R wie Richard. Ja. Dann E wie Emil. Dann S wie Samuel. Nochmal S wie Samuel. Ja. Dann Leertaste. Ja. Dann G J wie Johann. Ja. Dann P wie Paula. Dann E wie Emil. Ja. Und dann G wie Gustav. Okay. Es ist Compress JPEG. Öffnen Sie es bitte. So, ja genau, jetzt habe ich hier so eine Seite, ja? Also, Compress JPEG Images Online, ja? Super, Sie können jetzt diese Seite öffnen und da Sie können diese Fotos herunterladen oder Sie können es zurückhaben schon in einige nicht so große Fotos können Sie haben. Ja. So, was muss ich da jetzt drücken? Also, Sie sehen jetzt, einen Moment bitte. Sehen jetzt Upload Files, sehen Sie? Sie können drauf drücken. Ja. Und wählen Sie bitte diese Fotos von Ihrem Dokument von beiden Seiten. Ja.
Steht hier minus 81% überall drauf. Minus 81%? Hm. Okay, so es dauert ein bisschen, oder? Was? Also, nee, auf den Fotos steht minus 81%. An die Foto, ja? Ah, okay, das ist egal. Also meinen Sie, wo Sie haben gemacht Fotos von Ihrem Ausweis, ja? Ja. Okay, es ist nicht so wichtig. So, habe ich, Hansen? Nachdem Sie können drücken, Taste Download All. Ja, muss ich mal gucken, Moment. So. Ah ja, genau da. Hm. Da ist so eine 4 dran und jetzt... Ja, diese Foto ist jetzt wirklich ganz, ganz leicht für die Post und Sie können es schicken an die Jan Kim Post. So. Jetzt, wenn ich das runterlade, dann will der irgendein Programm haben. Irgendwas mit ZIP. Also im ZIP sozusagen Archive, ja? Weiß ich nicht. Okay, Sie können diese File öffnen, es ist einfach Archive, und da Sie können finden diese Fotos. Sie sagt, ich soll hier auf dem Computer jetzt ein Programm auswählen. Okay, wählen Sie bitte die Programme, welche gibt es? Da steht 7-Zip oder, nee, oder der, RAR. Der bietet mir hier nur den Editor an. Editor, ja? Ja. Okay, dann diese File. Okay, versuchen Sie bitte öffnen mit Editor. Okay. So, jetzt habe ich so eine Datei, da sind ganz viele komische Zeichen drin. Okay, ich habe Sie verstanden. Was für ein Problem. Okay, jetzt eine Sekunde, ich kann ein bisschen nachdenken, was können wir hier machen. Okay, dann machen wir so. Also haben Sie jetzt diese Fotos an Ihrem Computer, richtig? Ja, genau. Die habe ich auf dem Computer, die Bilder. Okay, Sie haben einige Windows-PC oder ein Apple? Nee, habe ich jetzt erst ganz neu eingerichtet hier. Windows XP. Windows XP. Okay, ich habe Sie verstanden. Also in diesem Fall, wir können es machen mit einigen Screenshots, mit dem Snipper-Tool. Also eine Sekunde. Na, da sagte der Kollege auch schon, das habe ich aber nicht, das Programm. Snipper-Tool haben Sie keine, ja? Nee, das hat der Computer nicht. Okay, ich habe Sie verstanden. Dann in diesem Fall, okay, dann mal probieren wir vielleicht nochmal mit dem Moonpay, wo waren wir? Also ich kann Sie vielleicht helfen mit dem mit Ihrer Karte. Eine Sekunde bitte. Okay. Jetzt eine Sekunde bitte. Dann einen Moment. Ja. Okay, jetzt können Sie bitte nochmal schreiben die Seite MoonPay an Ihre Google-Suche. Dann mache ich das nochmal auf, da waren wir ja vorhin schon mal drauf. Okay. So, ja, jetzt habe ich ein neues Fenster auf, super. So, und jetzt schreiben Sie bitte MoonPay noch einmal. Ja, können Sie nochmal sagen? Ja, natürlich, es ist M wie Martha. Zweimal O wie Otto. Ja. Dann N wie Nordpol. Ja. Dann P wie Paula. A wie Anton. Ja. Und Y. Ja. Aufnehmen Sie bitte. Ja. Ja, genau, dann habe ich jetzt hier wieder die Google-Suche. Ja, also moonpay.com, ja? Nee, .com haben Sie ja nicht gesagt. Okay, also Sie können es einfach suchen, ja. Und dann können scrollen und finden moonpay.com. Ja, dann gehe ich da nochmal drauf. Moment. Yep. So. Das ist aber wirklich ganz schön kompliziert bei Ihnen. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil wir verstehen nicht, also was passiert an Ihrem Bildschirm, deswegen wie es gibt ein bisschen komplizierte Sachen. Aber wir können es schaffen, also das nimmt nicht so viel Zeit. Dauert das immer so lange bei Ihnen? Also normalerweise ist es ganz schnell, also vielleicht ist es wegen die
Ich weiß nicht genau, was ist dir passiert. Ich möchte einfach jetzt verstehen, was sehen Sie an dem Mund? Also haben Sie eigentlich diese Seite geöffnet? Ja, die Seite ist jetzt auf, ja. Super. Jetzt wählen Sie bitte noch einmal die Betrag. Sie schreiben Sie bitte da Ihren Betrag. Ja. 250. Und dann suchen Sie das Fortfahren. Ja, so, da habe ich jetzt drauf gedrückt, ja. Okay, was sehen Sie jetzt? Jetzt soll ich hier so eine Adresse wieder eingeben. Wallet-Adresse, ja? Mhm. Okay, so Sie können es finden beim Jan Kims Post oder Sie können es vielleicht schon gespeichert. Nee, da ist noch nichts drin, aber ich habe jetzt auch die E-Mails schon gelöscht. Dann brauche ich die nochmal. Okay, jetzt Jan schickt Ihnen nochmal dieses E-Mail, einen Moment. Ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die ja behalten. Also, dieses E-Mail kommt jetzt gleich in weniger als eine Minute. Also, Jan hat es schon geschickt. Aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Ja, ich gucke da nochmal. Das dauert bei mir immer per E-Mail so ein bisschen. Ja, das ist, ja, nicht ist so, immer so. Ist nicht so schnell bei mir. Ja, es ist schon es ist schon abgeschickt. Prüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Ja, warten Sie, ich bin gleich wieder eingeloggt. Da war ich jetzt schon raus. So, ah ja, genau. So. Da steht diese Wallet vom 1 bis Amix. Ja, aber die E-Mail ist noch nicht da. Okay. Aktualisieren Sie es bitte. Vielleicht heute ist Dienstag, deswegen die ganze E-Mail denkt, dass heute ist Montag und möchte arbeitet nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber, naja. Haben Sie es gekriegt? Ja, jetzt ist was angekommen, ja genau. Super, diese vom 1K bis AMX, kopieren Sie bitte. Ja. So, dann kopieren. So, jetzt muss ich hier in das andere Fenster. So, jetzt habe ich das eingegeben, ja. Und dann wieder auf Weiter, ja. Ja, fortfahren Sie bitte. Jetzt sagt er hier, die Adresse ist falsch. Also, vielleicht Sie haben einige leere Tasten nach die Adresse ausgefüllt. Ja, da muss ich mal gucken. Oder auch da steht die, vielleicht die vorherige, die einige leere Tasten. So. Ja, genau, hier so ein Leerzeichen mit drin. Ja. Aber Ihnen piept das so im Telefon. Nochmal bitte? Bei Ihnen pfeift das so im Telefon immer wieder. Also ja, vielleicht ist es die Verbindung, also weil Sie haben gesprochen erstmal mit meinem Kollegen Jan und dann jetzt mit mir, deswegen vielleicht passiert so. Achso. Okay, dann haben Sie jetzt an die andere Seite, ja, angegangen. Genau, jetzt bin ich hier weiter. Jetzt muss ich da wieder meine E-Mail-Adresse eingeben. Okay. So, dann trage ich dich hier nochmal ein. So, weiter. Und jetzt soll ich hier wieder eine E-Mail kriegen. Ja. So, mal gucken. Bis jetzt ist noch nichts da. Also haben wir das geklickt? Nee, ist noch nicht da bis jetzt. Okay, jetzt aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Oder überprüfen Sie, haben Sie richtig geschrieben, die Ihre E-Mail an dem Mund bei. Ja. Guck ich mal. Ja, ne, die E-Mail ist richtig drin. Okay, dann muss sein in Ihre E-Mail-Box schon. Ja. Ah ja, genau. Jetzt hier so eine sechsstellige Zahl ist jetzt hier gekommen. Super, jetzt geben Sie das bitte an den Mund bei und auch drücken Sie die Taste unten. Ich stimme zu, die Nutzen und Bedingungen.
So, dann gehe ich jetzt hier auf Weiter. So, und was soll ich jetzt machen? Also, was sehen Sie jetzt? Jetzt soll ich hier meine Zahlungsdaten eingeben. Also, Sie haben gewählt Kreditkarte, ja? Ja, genau. Ich angebe Sie bitte die Daten von Ihrer Mastercard oder mit Visa. Was möchten Sie benutzen? Die Visa-Karte würde ich nehmen. Okay, dann schreiben Sie bitte Daten von Ihrer Visa. Muss ich jetzt hier wieder die lange Nummer abtippen? Und haben Sie schon MoonPay früher benutzt? Ja, wir haben vorhin schon mal mit MoonPay versucht. Mit dem Jan, ja? Und vorher noch nicht, ja? Nee, vorher habe ich das noch nicht benutzt. Also in Zukunft, Sie können es benutzen auch. Also das ist ganz gut, die Tausche für die Krypto und vielleicht wird es interessant für Sie, benutzen es für Ihre eigenen Ziele. Ja. So, jetzt sagt er mir hier was von Fehler. Also haben Sie angegeben Ihre Daten und es gibt Fehler, ja? Ja, genau. Okay, dann mal probieren wir es machen mit Ihrem Mastercard. Vielleicht Ihre Visa ist noch nicht vorbereitet für die internationale Zahlung. Okay, dann probieren wir es nochmal mit der Mastercard. Muss ich die erstmal raussuchen. Ich habe jetzt erstmal die Karte. Jetzt muss ich die Sachen hier noch eingeben. Okay. So. Jetzt klicke ich hier nochmal auf Prüfen. Also, wie läuft es bei Ihnen? Ja, das aktualisiert jetzt hier. Also Sie haben jetzt die vier Kreise, ja? Okay, erste muss steht grün, ja? Ihre Bestellung ist gemacht, ja, oder? Ja, das dreht sich noch. Okay. So, jetzt ist das alles grün, ja. Alles ist grün, ja? Okay, jetzt können Sie bitte gehen zurück an Ihre E-Mail-Box. Ja. Sie haben jetzt vielleicht bekommen einen E-Mail von dem MoonPay, die heißt Ihre BTC has been placed. Muss ich mal gucken. So, ja, genau, jetzt habe ich hier so eine E-Mail. Has been placed, ja? Ja. Und haben Sie vielleicht andere E-Mail, die heißt Your BTC on its way? Nee, sowas habe ich nicht. Haben Sie das noch nicht? Okay, jetzt dann warten wir ein bisschen noch. Und Sie haben gesehen, an dem MoonPay 4 grüne Runde, ja? Genau. Okay, dann jetzt warten wir noch ein bisschen. Also aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Ja. Hier ist noch nichts weiter da. Noch nichts. Eine Sekunde dann. Also aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box. E-Mail ist muss jetzt gekommen. Warten Sie, ich gucke nochmal. So, jetzt steht erstmal aktualisieren da.
Und sagen Sie bitte, Sie machen die Fotos an Ihre Kamera, ja? Ja, also, ja, genau. Und welche Kamera haben Sie? So eine Digitalkamera. Ich meine, das ist wie ein Canon, Nikon, oder? Warte mal, da muss ich mal gucken, da steht Samsung drauf. Ah, Samsung. Hm. Okay, dann in diesem Fall, wenn Sie haben kein E-Mail gekommen, also wie ich verstehe, Sie können ein Foto haben an Ihrem PC, an Ihrem Computer, von dieser Kamera, ja? Ja, genau. Mhm. Und können Sie bitte machen in die Einstellungen des Kamera, also das Qualität wird ein bisschen schlechter, also nicht so große. Oh, wie mache ich denn das? Also normalerweise, Sie können gehen in Einstellungen an Ihre Kamera und gehen in die Einstellungen des Fotos und wählen die Qualität niedriger, als es war. Hm, also, dann mache ich die mal an. So, da Einstellungen. Hm. Keine Ahnung, wo muss man das da einstellen? Wo muss ich denn da drauf? Nicht so viel. Gibt es da nicht, ja? Vielleicht Bilderqualität oder Bildereinstellungen. Also ich bin jetzt bei Einstellungen und... Okay, dann in diesem Fall, also mal probieren wir, machen ein bisschen anders. Also gehen Sie bitte zurück an die MoonPay-Webseite, wo Sie sehen diese vier Runde. Ja, da muss ich die Kamera erstmal wegpacken, Moment. Mhm. Ihre Kamera hat sehr interessante Ton, also diese Piep. So. Dann. So, was soll ich jetzt am Computer machen? Öffnen Sie bitte nochmal die MoonPay, also wo Sie sehen diese vier Runde. Oh, jetzt ist die Seite schon zu. Also, es ist schon zu, ja? Ja, habe ich schon zugemacht gerade. Hm? Okay, dann aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail-Box noch einmal. Ja. Keine neue Brief, ja? Warten Sie, das aktualisiert. So. Noch nichts, ja? Warten Sie. So. Warten Sie, jetzt ist was gekommen gerade. Okay. Ja, ne, hier steht nur das Samsung Galaxy bla irgendwas, das ist Werbung. Okay, dann öffnen Sie bitte die E-Mail-Liste von MoonPay. Your BTC has been placed. Ja. Und dann unten gibt's das der Track Your Transaction. Ah ja, genau, da. Hm. Dann drücke ich jetzt drauf, ja? Ja, drücken Sie drauf. Also. So. Also haben Sie gedrückt an die Track Your Transaction? Ja, genau, da habe ich jetzt drauf gedrückt. Sie sehen jetzt nochmal diese vier Runden, oder? Ja, aber die sind jetzt rot. Rot, ja? Ja. Okay, und was steht da? Also, da steht, welche Runde? Transaktion failed. Also, ja, vielleicht ist es zwar. Okay, da gibt's nur diese rote oder gibt's noch die eine grüne? Nee, das gibt's auch nicht mehr. Das ist weg. Mhm, okay. Dann in diesem Fall ist, ich suche das, was können wir machen. Und können Sie bitte drücken an diese Transaktion? Warten Sie. Nee, da steht nur Transaktion failed. Sie können drauf nicht drücken, ja? Nee, da kann man nicht drauf drücken. Okay, dann in diesem Fall, wir müssen das machen noch einmal, also vielleicht mit Ihrer Mastercard müssen wir das nochmal wiederholen, also weil es war, sehen Sie als Failed. Also dann drücken Sie bitte nochmal an die Haupt, die Name MoonPay. So, wir können es schaffen. Ja, dann gehe ich nochmal auf die Startseite. Ja. Jetzt bin ich hier wieder auf der Startseite, ja? Super, jetzt schreiben Sie nochmal bitte den Betrag. Mhm.
Kann man da eigentlich auch gleich mehr machen als 250 Euro, wenn wir jetzt noch dabei sind? Ja, natürlich. Sie können ansteigen mit so großen Betrag, mit welchem Sie möchten. Also mit welchem Sie möchten es machen. Ja, wie viel ist denn sinnvoll? Also sinnvoll ist dann steigen, also abhängig beim Ihrer Ziele. Normalerweise, ich empfehle zu meinen Kunden, anfangen mit dem 1.000, weil mit diesem Betrag, also Sie haben mehrere Möglichkeiten, haben bessere Beratung, bessere Optionen zu handeln und natürlich größere Anzahl von den Vermögenswerten, mit welchen Sie können arbeiten. Mhm. Also das, was ich empfehle normalerweise. Möchten Sie steigen mit diesem Betrag vielleicht? Ja. Okay, dann schreiben Sie im Feldbetrag 1.000. Mhm. So, dann gehe ich jetzt wieder auf Fortfahren. Mhm. Drücken Sie Taste Fortfahren. So, jetzt brauche ich wieder die Adresse. Moment. Das habe ich ja irgendwo noch in den E-Mails gehabt. Mhm. Ah ja, genau. 1KJ und so weiter. So, dann trage ich das da wieder ein und gehe dann nochmal auf Fortfahren und muss jetzt meine E-Mail-Adresse wieder angeben. Mhm, ganz richtig. Ja, dann habe ich die wieder drin. So, und dann, genau, dann kommt ja jetzt wieder eine Nachricht. Also, in diesem Fall, wir probieren jetzt einfach machen es mit Ihrer Visa-Karte, Entschuldigung, mit Ihrer Mastercard. Und im Fall, es wird nicht geklappt, wir können es machen mit ganz normaler Banküberweisung an dieser MoonPay-Webseite. Haben Sie eigentlich Online-Banking? Online-Banking habe ich auch, ja. Super, dann probieren wir erstmal mit Mastercard. Und dann als letzter Schritt gibt es Möglichkeit für die Banküberweisung hier. Mhm. Super, also jetzt haben Sie E-Mail gekriegt von der MoonPay, ja? Warten Sie, ja, da ist jetzt eine E-Mail wieder mit der Nummer, hm? Mhm. So. Eine Sekunde. Hm. Ja, Entschuldigung, das war Bearbeitung in Verbindung. Ja, so, dann gebe ich jetzt hier wieder die Daten von der Mastercard ein. Mhm, ganz richtig. So, jetzt überprüft es wieder. Mhm. Wenn Sie können, drücken jetzt kaufen. Mhm. Und dann dreht sich da wieder so ein Kreis. Also grüner Kreis, ja? Ja, ja. Also dreht sich da jetzt noch. Haben Sie Transaktion bestätigt oder noch nicht? Ja, habe ich bestätigt. Okay, also schließen Sie bitte nicht diese Webseite. Sagen Sie bitte, welche Runde sehen Sie? Gelbe oder grüne? Na, der grüne, also da ist ein grüner Kreis, aber der dreht sich noch. Okay, also was steht neben dem grünen Kreis? Processing. Processing, okay, jetzt wir müssen warten. Einfach warten wir, wann es wird bearbeitet. Hm. Und eigentlich, während wir warten, also sagen Sie bitte, wann es wird geändert. Ich möchte Sie stellen einige Fragen, also sagen Sie bitte, was möchten Sie insgesamt erreichen beim Handel? Was ist Ihr Hauptziel? Ja, Geld verdienen. Natürlich, es ist ein ganz gutes Ziel. Und möchten Sie haben einige stabiles, passives Einkommen oder haben einige eine große Betrag, zum Beispiel für eine große Einkauf, wie ein Haus oder ein Auto? Ja, mal sehen. Also da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Also mit uns, Sie können haben eine Möglichkeit, haben monatlich ein stabiles Einkommen. Zum Beispiel mindestens, ja, was empfehle ich für meine Kunden als erstes Ziel, es ist 1.000-2.000 Euro pro Monat, die Sie können auszahlen von Ihrem Handelskonto. Und zum Beispiel, wenn Sie möchten, kaufen für Sie ein neues Haus, wir bilden für Sie Strategie, wie Sie können erreichen, zum Beispiel 250.000 Euro. Zum Beispiel, wenn Sie möchten kaufen, nicht so großes Haus. Oder zum Beispiel noch die andere Strategie. Und Sie können es natürlich besprechen mit Ihrem eigenen Berater. Er kann Sie sagen, also welche Strategie funktioniert besser, was passt Sie am besten zu dem heutigen Zeitpunkt im Finanzmarkt. Und alles wird läuft für Sie solche Weise. Hm. 250.000 sind aber noch ein kleines Haus bei uns.
Also, ich habe gesagt, es ist, ich weiß nicht genau, wie kostet Immobilien in Deutschland, aber ich kenne das, es ist einfach teuer. Und ja, so 500.000 braucht man mindestens für ein anständiges Haus. Echt? Ja, also ich sag mal, so der Durchschnittspreis für 200 Quadratmeter sind so 600 bis 700.000 Euro. Also vielleicht meine Kunde hat 250.000 Euro noch an der Balance. Ja, das ist dann aber wirklich ein ganz kleines Haus. Also vielleicht ist es nicht so groß, die Bedenken in den Kopf. Aber natürlich, sie können haben einige Ziele, zum Beispiel 1 Million zu erreichen, und es ist auch möglich. Nicht in ein paar Monaten, vielleicht in ein paar Jahren, aber natürlich ist es möglich. Und sagen Sie bitte, was sehen Sie an Ihrem Bildschirm? Jetzt sind hier wieder jetzt ist das hier wieder rot. Rot, ja? Ja. Okay, dann machen wir so. Also gehen wir dann zurück. Wir können machen es mit dieser Banküberweisung, wie ich habe dir erzählt vom Anfang. Gehen Sie nochmal in die Hauptseite, und ich glaube, es ist die letzte Mal, wenn wir gehen da. Okay, dann gehe ich nochmal auf die Startseite. Währung Bitcoin. So, dann gehe ich jetzt hier wieder auf Weiter. Und sagen Sie bitte, haben Sie online Banking an Ihrem Computer oder an Ihre Hände? Ne, das mache ich am Computer. Okay, super. Jetzt können Sie einfach kopieren. So, dann. Und Sie benutzen Sparkasse oder andere Bank? Ja, die Sparkasse. Super. So, dann. Wenn Sie können wählen die Zahlungsart, Sie können wählen neue Zahlungsart wie Bankkonto, Eurobankkonto. Ja. So, jetzt muss ich erstmal Ihre Adresse da wieder reinkopieren. Okay. So, genau. Moment, das X fehlt. Yep. So, dann gebe ich das da jetzt wieder ein. Sehen Sie, es ist, wir machen es für nicht so lange Zeit, aber Sie sind schon fast die Profi mit dieser Tasche, mit der Krypto. Sie haben schon einige Verständnis. Jetzt habe ich ja oft genug gemacht, ja. Ja, in Zukunft, Sie können sogar haben einige, die Unterricht von unserer Seite. Wir können Sie erklären ein bisschen mehr über die Finanzmarkt, weil das wird interessant für Sie. Vor allem, wenn nicht, also natürlich ist es nicht erforderlich, aber viele unserer Kunden möchten Verständnis haben, was passiert und wie kann man Geld verdienen, selbstständig auch. So, dann habe ich da jetzt meine E-Mail nochmal reingetippt. So, dann muss ich jetzt wieder auf die Nummer warten. Heute ist es der einige, die ein bisschen witzig stark, weil ich habe angekommen, genau um die Zeit an meinem Arbeitsplatz, und es war die ganze kaputt mit dem Vertriebsverkehr, also wenn die meine Kollegen kommen an die Arbeitsplätze, es war jede Zeit einige schwierige Situationen mit dem U-Bahn oder mit dem Busse auch, und ich weiß nicht, was es heute, vielleicht es ist heute sogar nicht die 13. September, sogar 14. aber etwas ungewöhnlich passiert. Natürlich blöd. So, nee, die E-Mail ist noch nicht da. Aktualisieren Sie es bitte. Also haben Sie die E-Mail gekriegt? Nee, aktuell noch nicht. Okay, in diesem Fall, ich weiß, was können wir machen. Also können Sie bitte gehen zurück? Nochmal zurückgehen, ja. Ja, zurück zu der Starttaste. Also ich weiß, was ist die kann ändern die Situation. Ja. Also was kann alles schneller machen. Also mein Kollege schickt jetzt andere Worte, die auch das verbunden mit Ihrem Konto. Und Sie können es auch das benutzen für diese Transaktion. Es wird sogar auch besser. Also einen Moment bitte, ich schicke das jetzt zu ihm und er schickt das zu Ihrer E-Mail-Box. Ja. Also einen kurzen Moment. Okay. Noch ein bisschen Geduld. Okay, Jan hat geschickt ein neues Brief. Da gibt's nur diese Wallet-Adresse. Es fängt an vom 0
und beende sich an die EE7. Es ist die ganz gleiche, aber wir müssen etwas ändern. Also eine andere Nummer jetzt. Ja, es ist an dieser Nummer, ich glaube, es wird leichter. Okay. So, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Von Ian Kim, ja? Ist noch eine andere E-Mail, das ist von Lotto. Ah, vom Lotto. Die sozusagen Spätkauf, ja, die gibt es in Deutschland. So. Moment. Ah ja, genau, jetzt habe ich hier was Grünes von Ihnen bekommen. Super, also es fängt an vom X0X und beendet sich an die IE7, ja? Ja. Super. Kopieren Sie bitte diese Adresse und jetzt Sie sind jetzt können gehen an die Starttaste von dem MoonPay. Also nochmal MoonPay aufmachen. Ja. So, dann muss ich hier wieder alles eingeben. Also Sie geben jetzt ein was genau? Na, jetzt bin ich ja wieder auf MoonPay. Dann muss ich ja hier wieder auf 1000 Euro gehen und dann weiter. Okay, gehen Sie nicht weiter. Also gehen Sie bitte nochmal zurück, wo Sie angeben den Betrag. So. Oben Sie sehen, gibt es die einige Währung Bitcoin. Sehen Sie? Ja. Drücken Sie bitte an die Bitcoin. Und wählen Sie, da gibt es eine Fiola Ethereum. Ja, das, ja genau. Wählen Sie bitte Ethereum. Nach dem Bitcoin sofort. Nur ETH Ethereum. Ja, habe ich jetzt. Super, dann nochmal den Betrag schreiben Sie. Da steht jetzt was mit einer Null davor. Nochmal bitte? Da steht jetzt automatisch schon drin 0.1107. Also, es ist der einfache Betrag. Okay, dann machen Sie bitte es weg und schreiben Sie Betrag einfach 1000. Ah, okay, dann schreibe ich da nochmal 1000 rein. Jetzt steht hier, der Höchstbetrag für die Transaktion beläuft sich auf 3 ETH. Also eine Sekunde bitte. An die 3 ETH, ja? Ja. Okay, dann können Sie gehen fortfahren. Na, ich habe ja jetzt noch die 1000 drin stehen und dann kann man nicht auf fortfahren drücken. Okay, jetzt eine Sekunde bitte. Ist überprüfen. Okay, ja, vielleicht Sie haben gewählt Bitcoin ETH verkaufen, ja? Ach so, ja. Wählen Sie bitte kaufen. Bin ich bestimmt aus Versehen, ja. Dann gehe ich nochmal auf kaufen. ETH steht noch drin und dann gebe ich da wieder 1000 ein. Ah ja, jetzt geht das dann auch. Und dann gehe ich auf weiter. Okay. So, und da soll ich jetzt die andere Nummer eingeben. Ja, also Sie können angeben, diese vom 0x bis EE7. Jetzt habe ich hier so ein rotes Feld. Da steht, schickst du Kryptowährung an jemanden anderen, vergewissere dich, dass du da, keine Krypto an irgendeine Art ja, von... Es ist Warnung, also, aber Sie schicken das nicht zu jemand anderem. Sie schicken es an Ihr eigenes Handelskonto. Das heißt, Sie können drücken und fortfahren. Ach so, okay. So, ja, dann muss ich jetzt wieder meine E-Mail-Adresse eintragen. Ganz richtig. Ja. Ah ja, dann habe ich jetzt auch eine E-Mail von MoonPay. So, dann kopiere ich da wieder die Zahl. Haben wir das bekommen schon, ja? Ja, da ist schon eine da gewesen jetzt. Super, wie ich habe gesagt, mit Ethereum es geht ganz schneller. So, dann auf Achso, jetzt steht hier, du hast zu oft den Code falsch eingegeben. Also überprüfen Sie bitte diese Code mit dem E-Mail. Ja. Die Zahl, die ist richtig, die ich bekommen habe. Aber da steht, du hast zu oft den Code falsch eingegeben. Code falsch, ja? Ja, da steht zu oft. Also, zu oft falsche Code, ja? Ja. Okay, dann probieren Sie gehen zurück, noch einmal geben Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Und dann? Und dann, so, Sie können drücken, nochmal überprüfen Ihre E-Mail, drücken fortfahren. Und dann, Sie kriegen neues Code.
Ach so, okay, dann schicke ich noch mal eine, ja. So, und dann gehe ich noch mal in die E-Mails rein. So. Nee, ist noch nichts weiter da. Es kommt nichts, ja? Nee, da ist noch nichts weiter gekommen. Kann man das nicht einfach überweisen an ein Konto? Also, wir werden das genau überweisen. Also hier, wir können Daten auch kriegen. Es wird die Leistungs weg. Okay, dann versuchen Sie jetzt aktualisieren Ihre E-Mail-Box oder eingeben, also sagen Sie, haben Sie keine neue E-Mail bekommen, ja? Ja, genau. Okay, vielleicht müssen wir ein bisschen warten. Wie ich erinnere mich, letztes Mal, es dauert auch ein bisschen. Ja. Gibt es die Taste erneut senden, Code? Ja, genau. Drücken Sie bitte erneut senden. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Sie müssen kriegen dieses E-Mail. Ist aktualisiert noch. Also, wie läuft es? Mir ist noch nichts da. Okay, jetzt warten wir noch ein bisschen vielleicht. Und wenn das nicht klappt, kann ich Ihnen das nicht einfach per Banküberweisung schicken? Ja, natürlich können, aber dafür wir benötigen eher Fotos Ihres Dokuments. Also, was Jan hat gefragt. Und nachdem, so Sie können natürlich haben die Bankdaten, aber wie ich habe verstanden, also Sie haben nur die Kamera, welche Sie können machen, diese Fotos. Und haben Sie keine USB-Kabel für Ihre Handy, ja? Nee, das ist ja so ein iPhone. Also, haben Sie keine Kabel, um zum Schicken die Fotos von Ihrem Handy an Ihre Computer? Da habe ich ja nicht mein E-Mail-Passwort drin und das habe ich vergessen. Das ist ja am Computer gespeichert. Deswegen jetzt probieren wir machen mit dem Mund bei einem Banküberweisung. Ich glaube, es wird geglaubt. Ach so, okay. Also haben Sie keine Code bekommen, ja? Nee, ist bis jetzt noch nichts weiter gekommen. Prüfen Sie vielleicht Ihre Spambox? Ja, da kann ich auch nochmal reingucken. Und wenn es geht nicht, dann probieren Sie eingeben Ihre letzte Code, die Sie haben gekriegt. Ja. Nee, im Spam ist auch nichts drin, dann gucke ich mal nochmal mit dem letzten Code. So, dann gebe ich den da nochmal ein, dann muss ich das ja hier anhaken. So, ne, und dann steht hier, leider hast du einen ungültigen Code eingegeben. Bitte überprüfe deine E-Mail und versuche es erneut. E-Mail ist richtig, ja? Ja, genau, die ist richtig. Okay. Und jetzt, Sie müssen kriegen jetzt diese Code, vielleicht drücken Sie nochmal Taste erneut senden. So, dann habe ich nochmal gedrückt. So, jetzt habe ich hier was bekommen. Oh, es ist ein ganz gutes Zeichen. So, dann kopiere ich die Nummer nochmal. So, dann okay. Gebe ich die da ein. So, fortfahren. Und da steht jetzt, der Code ist abgelaufen. Die MoonPay funktioniert ein bisschen witzig. Also, okay, dann eine Sekunde bitte. Ich möchte ein bisschen nachdenken, was können wir hier noch machen am besten. Moment. Okay, dann jetzt ich denke darüber, also wir kriegen Ihre Fotos von Ihrem Dokument, weil wir müssen vorbereiten für die Bankdaten, nur wenn wir haben die Fotos, also die Bestätigung als Ihre Personalität. Und jetzt, wir müssen finden einige Zweck, wie können wir das machen. Und sagen Sie bitte, vielleicht haben Sie eine Scanmaschine? Eine was?
Ein Scanner. Was ist das? Also, wenn Sie legen Ihre Ausweis in diese wie eine Drucker und es skaniert es und Sie haben es als die PDF an Ihre Computer. Ach so, Sie meinen so ein Gerät, wo man also am Drucker so ein Teil dran, wo man so Bilder in den Computer reinbekommt. Ja, ganz richtig. Ah ja, genau, sowas habe ich, ja. Super, dann können Sie jetzt skanieren Ihre Ausweis oder Dokument und an Ihre Computer es kriegen. Ja, Moment, da muss ich mal gucken. Okay. Habe ich auch noch nicht benutzt, das ist schon ganz lange her. Also mal probieren. So, mache ich erstmal an den Drucker. So, jetzt fährt er hier erstmal hoch. Da steht Initialisieren. Ist der erstmal an. So, dann muss ich das hier rein. Moment. So. Ja, glaube ich hier. Und dann. Ne, das ist ja. Da macht aber gar nichts. Okay, dann sagen Sie bitte, können Sie bitte jetzt nochmal öffnen die Fotos an Ihre Computer? Die haben gemacht. Die wir vorhin gemacht haben. Ja, die erste Foto. Ja, Moment. Jetzt scannt er erstmal noch. Also, Sie haben es schon eingestellt, das für die Scan, ja? Okay. Ja, ich glaube schon, ja. Ah, jetzt piept der bloß. Okay. Tja, mehr macht er auch nicht. Okay. So, jetzt steht hier keine Antwort. Okay, dann öffnen Sie bitte die Fotos, Sie haben vorher gemacht an Ihre Kamera. Ja. An Ihre Computer. Warten Sie, da muss ich nochmal an den Computer gehen. So. Ja, jetzt bin ich am Computer. Wieder Jan Kim, es ist einfach sehr lange Zeit an der Linie und aus diesem Grund endet dieses Gespräch. Also, Sie möchten mit Finanzberater einen Screenshot machen. Ja. Screenshot von diesem Foto. Dieser Screenshot wird nicht so groß sein. Mhm. Also, können Sie bitte öffnen ein Foto von Ihrem Ausweis? Ja, das habe ich ja hier schon auf dem Computer, ja? Ja, auf Computer. Öffnen Sie bitte auf ganzen Bildschirm. Und klicken Sie bitte die Taste PRT-SKR. Es ist rechts oben auf der Tastatur. Wie heißt die Taste? PRT-SKR. Nee, so eine Taste sehe ich da nicht. Rechts oben, wo...
Aber gibt es F9, F10, F11, ja? Ja? Ein bisschen weiter. Was ist denn da jetzt bei Ihnen im Hintergrund los? Ein bisschen weiter gibt es eine Taste PRT-SCR. Nee, so eine Taste habe ich nicht auf meiner Tastatur. Oder Taste Screen oder Print Screen. Print. Nee, also ich habe nach der 11 und nach der 12 kommt die Taste Druck, dann kommt Bildlauf und Pause. Gut, warten Sie bitte kurz, ich überprüfe. Ja. Warten Sie bitte kurz. Sie haben gesagt, dass dort gibt Drucktaste, ja? Ja. Können Sie bitte diese Taste klicken? Habe ich gemacht. So was passiert? Gar nichts. Gar nichts. Also gut. Können Sie bitte jetzt öffnen Paint? Wissen Sie solche Programm Paint? Ja, das Malprogramm. Ja. Mach ich mal auf. Da ist es, ja. Gut, und sehen Sie dort links oben, wie erinnere ich mich, eine Taste einfügen. Ja, genau, ja. Klicken Sie bitte. Ja, habe ich gemacht, ja. Und was passiert? Jetzt ist da also, ja, alles schwarz. Alles schwarz. Und können Sie diese Taste, diese Bild kleiner machen? Dann muss ich da mal gucken. Ah ja, genau. Ja. Gut, und was sehen Sie jetzt? Ist das... Jetzt ist das ein Bild von meinem Bildschirm. Super. Und dort, Sie sehen diese Foto von Ihr Dokument, ja? Ja, genau. Super. Können Sie bitte das... diese Screenshot... Was soll ich damit machen? Warten Sie bitte kurz. Ja. Können Sie bitte diese Foto speichern und auch so machen mit anderer Seite von Ihr Ausweis? Ach so, warten Sie dann, ja, dann speichere ich das mal. Gut. So, hier. Wie soll ich denn das nennen? Der fragt mich jetzt hier nach Dateiname. Noch einmal bitte? Der fragt mich jetzt hier nach einem Namen, den ich eingeben soll. Was soll ich denn da eingeben? Also, diese zwei Foto, Name von Bank, Betrag und das alles. Ja. So, dann habe ich das jetzt gespeichert. Super, beide Seite, ja? Nee, erstmal das eine. Das andere muss ich das dann genauso machen? Ja. Also, diese Screenshot, diese Foto von Ihr Bildschirm ist nicht so groß wie... diese Foto. Und Sie können diese Screenshot mir per E-Mail senden. Ja, jetzt muss ich erstmal den anderen machen. Dann soll mal, da gucke ich nochmal, dass ich das genauso. Ich mach das mal nochmal zu, das habe ich ja jetzt gespeichert. So, und dann mache ich das jetzt nochmal mit dem anderen. Ja. Ich sehe gerade, ich habe gerade von Moonpay eine E-Mail bekommen. Welche E-Mail? Da steht wieder so eine Nummer drin. Können Sie bitte diese E-Mail einfach mir senden? Ja, warten Sie, dann... da muss ich mal gucken. Dankeschön. Dann drücke ich auf Weiterleiten, ja? Ja. Und was gebe ich denn beim Empfänger an? Beim was? Beim Empfänger. Senden mir einfach diese E-Mail, ich sehe und sage Ihnen. Ja, sagen Sie mal nochmal, an welcher E-Mail ich das schicken muss.
Jan.k Impressive Aria. Jan. Sie können einfach mir E-Mail beantworten. Warten Sie, wenn ich das. Ich kopiere das mal raus, Moment. So. Genau, so, dann kopiere ich das, was jetzt hier bei MoonPay drin steht, und dann muss ich mal. Einfach weiterleiten. Dort gibt es eine Taste weiterleiten und. Ich kann mir die E-Mail-Adresse nicht merken. Ach so, ja, gut. Also dann gehe ich jetzt hier auf Antworten und dann kopiere ich das da rein. Ach, jetzt lädt es hier wieder so lange. So, und jetzt füge ich das hier ein und dann sende ich Ihnen die Nummer. Ja. So, E-Mail habe ich jetzt geschickt, ja. Ach so, gut, ich überprüfe jetzt. Ja. Und jetzt warte ich auf E-Mail und Sie können Sie bitte andere Seite machen. Ah ja, das andere Bild, ja, dann mache ich das andere Bild. Ja, ja, ja. So, Dann muss ich wieder die Drucktaste da drücken. Ja, richtig. Noch einmal dasselbe. Diese Taste, Druck und dann Paint einfügen und speichern. Ja, dann mache ich Paint auf. So. Ah ja, genau. Dann muss ich da auf Einfügen drücken. Ja. So, und dann wieder speichern. Ja, richtig. So, dann gebe ich den Namen da ein. Welche Sie wollen? So, dann habe ich das gespeichert und dann gehe ich nochmal in den E-Mails gucken. Jetzt habe ich hier noch drei E-Mails von MoonPay gerade bekommen. Dasselbe mit Code? Nochmal drei verschiedene Nummern. Also, das sind. Ein bisschen später von MoonPay, Sie bekommen die Code, um Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Ja, soll ich Ihnen die alle schicken? Haben Sie schon die Seite MoonPay geschlossen? Nur die habe ich noch auf. Also, wenn Sie haben die Seite von MoonPay geschlossen, okay. Habe ich auf die Seite. Auf die Seite. Also, Sie und auf MoonPay, Sie sind auf der Seite, wo sollen Sie einen Code von MoonPay schreiben, ja? Ja, genau. Die habe ich noch auf die Seite. Also, ich denke, dass Sie können vom letzten E-Mail von MoonPay diesen Code nehmen und schreiben in MoonPay, wo braucht man diese Code. Ja, dann nehme ich die als letztes gekommen ist, ja? So, dann kopiere ich da wieder die Nummer und dann probiere ich die nochmal aus. Ja, vom letzten E-Mail. Ja. Der von dir eingegebene Code ist leider abgelaufen. Beginnen Sie mit der Anmeldung erneut. Ach so. dann senden Sie mir bitte einfach Foto von diese zwei Screenshots. Ja. Und wir können einfach ganz normale Banküberweisung machen. Ja, warten Sie, dann suche ich nochmal Ihre Nachricht raus. Gut. Dann antworte ich da einfach wieder drauf. Ja. So, genau, dann drücke ich jetzt auf Antworten. Ja. So, dann mache ich da die beiden Bilder rein. Jetzt steht hier wieder Datei zu groß. Ach so, wie ist das möglich? Können Sie bitte mit der zuerst mit einer und dann mit anderer E-Mail mit zweiter Foto? Ja, warten Sie, dann probiere ich das nochmal mit einer. Gut.
wieder auf Hochladen. Ja, da steht wieder Datei zu groß. Aber ich sehe auch gerade, das darf nur 2 MB groß sein und das Foto, das ist 5 MB. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also, Sie haben diese Screenshots gewählt, ja? Ja, genau. Das, was wir gerade zusammen gemacht haben. Gut, warten Sie bitte kurz. Ja. So, ich hab mal... Hören Sie mich noch? Ich habe gerade das Mikrofon gestummt. Ah ja, okay. Das ist natürlich auch gut. Mal gucken, ob das eine Aufzeichnung zu hören ist. Gut, also. Können Sie bitte noch einmal zum Moonpay gehen? Ja. Und klicken, Moonpay sendet Ihnen noch eine Code. Auf Code erneut senden, meinen Sie? Ja. Ja, dann klicke ich da nochmal drauf. Jetzt steht hier Aktion abgelaufen. Kennen Sie, dort gibt es eine Taste, senden mir noch eine Code, ja? Ja, ja, und wenn ich da drauf drücke, dann steht da, dass das abgelaufen ist. Ach so, dann können Sie bitte zurückklicken, zurückgehen. Ja, dann gehe ich nochmal auf die Startseite. Und Sie schreiben jetzt noch einmal Ihr E-Mail, klicken fortfahren und warten auf Code. Ja, warten Sie. So, lädt es ja erstmal wieder. So, soll ich da jetzt wieder das andere auswählen oder Bitcoin lassen? Oh, Sie sind auf erster Seite, ja? Ja, ja, genau, auf der ersten Seite. Erste Seite. Gut, wählen Sie bitte Ethereum, es ist zweite nach Bitcoin. Ja, habe ich gemacht, ja. Gut, ist weiter Betrag im Euro oder im Dollar? Der ist wieder in Euro. Gut, und schreiben Sie dann Betrag? Dann gebe ich jetzt hier wieder 1000 ein. Jo, und dann gehe ich wieder auf Fortfahren. Fortfahren, ja. Jetzt muss ich wieder die Adresse suchen. Ja, es ist in meiner letzte E-Mail, grüne. Guck ich mal, Moment. Ich habe wieder so viel gekommen in der Zwischenzeit. Oder ich kann das noch einmal senden, bitte, wenn Sie möchten. Ja, dann senden Sie mal sicherheitshalber nochmal. Ah, gut, warten Sie bitte kurz. Ja, ich habe das gesendet. Ja. Noch ein E. Dann gucke ich nochmal rein. Ach, jetzt ist mein Internetfenster abgestürzt. Moment, dann muss ich mal nochmal E-Mail neu aufmachen. Und dann lädt das jetzt hier erstmal. Jetzt braucht es hier wieder so lange. So. Warten Sie mal kurz. Ich glaube, jetzt ist hier irgendwas mit meinem Internet. Muss ich auf nochmal versuchen klicken. So, jetzt bin ich hier wieder im Login-Fenster, dann melde ich mich da mal an. Sind Sie noch dran? Ich höre Sie gar nicht mehr. Hallo? 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 Ich kann Sie nicht hören. Hallo? Hallo? Also der Anruf läuft noch. Haben Sie Ihr Mikrofon aus? Hallo? Hallo? Das ist seltsam. Also die Zeit läuft noch. Tja. So wird das natürlich nichts. Naja.
Hallo? Naja, so ist das mit den Betrügern. Internet ist gerade ausgefallen. Ja, Moment. Das ist jetzt scheiße, dass das ausgefallen ist. Weil ich war gerade mit dem 2,5 Stunden in der Telefonleitung. Das soll ein Special werden. Ja, ich wollte sie gerade zurückrufen, aber das ging irgendwie nicht. Bei der Nummer kam, dass sie da nicht drunter erreichbar sind. Ja. Sie einfach haben zu unserem technischen Abteilung angerufen und sie sagen mir, dass sie machen das. Wie meinen Sie das? Ich habe gerade versucht zurückzurufen, das ging nicht. Da kam, dass die Nummer nicht existiert. Oh. Vielleicht, ich weiß sogar nicht, weil immer wenn Leute rufen diese Telefonnummer an, sie rufen zu unserer technischen Abteilung und diese technische Abteilung sagt uns, wer hat uns angerufen. Ach so, okay. Also gut, was machen wir? Also Sie öffnen noch einmal Moonpay, richtig? Ja genau, ich muss das jetzt erstmal alles wieder aufmachen, weil das Internet war ja gerade weg. Gut, also dann aktualisieren Sie bitte diese Seite und noch einmal alles. Ja. Also, zuerst wählen Sie bitte ETH, Ethereum, es ist weiter nach Bitcoin. Ja, genau. So, dann gebe ich jetzt hier wieder 1000 ein. Ja, und es ist ETH zu Euro, richtig? Ja, genau. Super. Und jetzt bitte fortfahren. Ja. So, ja genau. Dann gebe ich hier wieder die Adresse ein. Ja, die Wallet-Adresse, ja? Ja, genau. So, jetzt habe ich von Ihnen aber auch schon die grüne Nachricht hier bekommen, ja. So. Ich sende jetzt noch einmal, ja? Ja. Gut, warten Sie bitte kurz. Ich habe das gesendet. Ja. Es ist wieder grün. Ich beantworte auf letzte E-Mail. Ja, genau. Da 0 und dann so ein X, 2B, 8, 3 und so weiter. Ja, 0X und endet mit EE7. Ja, genau. Super. So, das trage ich dann da ein und dann gehe ich auf Fortfahren. So, meine E-Mail-Adresse und nochmal auf Fortfahren und jetzt kriege ich wieder so einen Code. So. Na, jetzt sind Sie wieder weg? Nee. Was ist weg? Ja, war gerade wieder leise. Ich dachte nicht, dass es wieder weg ist. Ich bin da. Dann. So, dann gebe ich jetzt hier den Code ein, der ist jetzt gekommen. Super. Und klicken Sie bitte dort, ich stimme, bla bla bla. Jetzt piepst das wieder so in der Leitung. Was ist denn das immer? Das ist so laut. Ich höre das auch.
weil es ist nicht von unserem Office. Hm. Ich habe gedacht, das ist bei Ihnen. Nee. Hm. So, warten Sie mal, jetzt den Code hier nochmal rein. Warten Sie. Mhm. Oh, das war aber ganz schön böse gerade. Was passiert? So, dann, nee, dann steht hier wieder, der Code ist abgelaufen. Mhm. Ja, ich schließe manchmal, ich kann Mikrofon, also gut. Haben Sie gemacht und geschrieben das? Ja, mit dem Code, ja, und da steht dann, dass der abgelaufen ist. Mhm. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also, aber Sie haben diese Code jetzt bekommen und es ist schon abgelaufen? Ja. Wie ist das möglich? Weiß ich warte nicht. Unsere technische Abteilung. Ja. So, jetzt habe ich hier noch eine E-Mail bekommen mit noch einem Code drin. Oh, probieren Sie bitte diese neue. Ja. Hm. Ne, da steht auch, dass der abgelaufen ist. Oh. Können Sie bitte aktualisieren Ihr Inbox und vielleicht Sie bekommen noch ein E-Mail von Moonpay mit Code, weil wir haben das so oft gemacht, dass vielleicht Sie haben viele Code bekommen. Hm. Weiter ist noch nichts gekommen. Wir können noch ein paar Sekunden warten und dann etwas anderes machen. Okay. Also bis jetzt ist noch nichts weiter da. Gut, dann dann so. Sie können, warten Sie bitte kurz. Ja. So, ich sende jetzt Ihnen noch ein E-Mail. Ich habe das schon gesendet, aber das war schon lange Zeit und Sie können es nicht finden. Es ist ein E-Mail mit Ihr Login und Passwort von Ihr Konto. In Ihr Konto, Sie haben eine Taste Profil und Sie können dort Ihr Dokumenten herunterladen. Hm. Und ich kann das sehen und vorbereiten Daten für Banküberweisung. Okay. Um welche Uhrzeit haben Sie die denn ungefähr geschickt? Ich habe das jetzt noch einmal gesendet. Ach so. Hm. Ah, ja, das jetzt. Heißt, jetzt habe ich was bekommen, ja. Kontoaktivierung, Richtig, Impressive Area. Ja, genau. Hm. Oh, gut, also öffnen Sie bitte diese E-Mail. Ja. Sehen Sie große schwarze Taste Login? Genau, ja. Klicken Sie bitte diese Taste. Mhm. So. So. Ja, jetzt bin ich auf der Seite, ja? Mhm. Also, Sie sehen jetzt zwei Felder für E-Mail und Passwort, richtig? Ja, genau. Hm. Super, also im ersten, wo ist Login, schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Es ist Ihr Login. Ja, und das Passwort dann aus der E-Mail? Ja, im ersten Ihre E-Mail-Adresse und im zweiten temporäres Passwort. Es gibt im E-Mail, aber ich kann noch sagen, dass Ihnen. Ja, nee, habe ich jetzt hier. So, und dann muss ich auf den blauen Strich klicken? Ja. Ah ja, genau, jetzt. Hm. Und Sie sehen jetzt noch, was sehen Sie jetzt? Jetzt soll ich ein neues Passwort eingeben.
Richtig, schreiben Sie bitte Ihr neues persönliches Passwort. Es soll 8 oder mehr Symbolen und nur englische Buchstaben oder Ziffern. Okay. Und schreiben das zweimal. Ja, ich sehe gerade, Sonderzeichen gehen da nicht. So, wann ist er? Dann muss ich ohne Sonderzeichen. Also Sie können einfach von 1 bis 9 zum Beispiel. Oder welche, aber vergessen Sie bitte dieses Passwort nicht. Mit diesem Passwort, Sie werden in Zukunft Ihr Konto öffnen. Okay. So, jetzt bin ich auf so einer schwarzen Seite, ja? Gut. Ja, ich sehe, Sie sind drin. Also, sagen Sie bitte, es ist auf Deutsch oder auf Englisch? Das ist auf Englisch. Ist besser auf Deutsch, ja? Ja. So, dann rechts oben, Sie sehen die Taste Settings. Ja. Klicken Sie bitte. Ja. Und Sie sehen Languages, letzter Punkt. Ah ja, genau. Languages. Mhm. Und wählen Sie bitte dort Deutsch. Okay, habe ich gemacht, ja. Super. Also, es ist Ihr Konto. Mhm. Mit diesem Konto Sie können Geld verdienen. Mhm. Und in dieser Taste Settings, es ist schon Einstellungen. Sie sehen erster Punkt Profil. Ja, genau. Mhm. Da klicke ich drauf. Ja. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt Sie sehen Ihr Profil. Mhm. Sie sehen Informationen über selbst. Und Sie sehen, dass Sie können dort Ihr Dokumenten herunterladen. Hier steht jetzt Identitätennachweis. Ja. Ja. Also, können Sie bitte in Ihr Profil Ihr Ausweis herunterladen? Wie runterladen? Ja. Da ist ja noch nichts, dann kann ich ja auch nichts runterladen. Warten Sie bitte kurz, ich sehe von meiner Seite. So, Sie sehen, mittendrin gibt es ein Feld mit Identitätsnachweis und ist geschrieben Choose File. Ja, genau. Klicken Sie bitte diese Taste und wählen Foto von Ihr Ausweis. Ja. So, dann warten Sie, da muss ich mal gucken, wo das gespeichert ist. Ah ja, hier habe ich das. Ja, gut. So, und jetzt steht hier bei mir im Browser keine Rückmeldung. Ah, jetzt kommt so eine Sanduhr. Ja, also Sie wählen erste Seite von Ihr Ausweis. Ja. Ja, und wenn ich das hochlade, dann ist das irgendwie kaputt, das Bild. Also, wenn Sie das hochladen, ich kann das sehen auf Ihr Konto. Ja, aber ich habe das gerade hochgeladen, aber irgendwie ist das nicht richtig. Was ist denn nicht richtig? Das ist wie so ein Fehler. Welcher Fehler? Als wäre das Bild kaputt so. Also, das Bild ist, sieht anders aus, als ich das hochgeladen habe. Können Sie bitte aktualisieren diese Seite und noch einmal probieren. Ja, warten Sie. Gut. Lade ich die Seite nochmal neu. So. Und dann gucke ich, dass ich das Bild nochmal auswähle. Ja. So, dann lade ich das nochmal hoch. Ja, aber das sieht immer komisch aus, wenn ich das hochlade. Auch eine Fehler. Ja, das Bild sieht irgendwie nicht so aus, wie ich das hochgeladen habe. Also, ich
Ich noch ein paar Minuten, ich noch denke, gut. Ja. Sagen Sie bitte, sind Sie jetzt, Sie sind jetzt... Was bin ich? Ich bin jetzt auf der Seite immer noch. Ah, nein, sind Sie jetzt zu Hause oder Arbeit? Nee, ich bin am Computer zu Hause. Gut. Warten Sie bitte kurz. Ja. Also leider, ich habe keine Idee, was machen so. Aber ich würde über andere Ideen nachdenken, gut. Und ich schreibe Ihnen ein E-Mail oder ich rufe Sie an, gut? Wie meinen Sie das? Dann kann ich nicht mehr bei Ihnen mitmachen, oder wie? Nein, einfach... Alles ist Fehler und ich habe keine Idee, wie das noch machen können, aber es gibt einen Weg oder wir können ein bisschen später noch einmal mit unserem Partner überprüfen. Oder ich kann andere Idee. Vielleicht liegt es ja auch einfach nur daran, dass ich bei Betrügern kein Geld einzahle. Also, vielleicht. Also, warten Sie bitte noch einmal kurz. Ja. Also, und N-Disk auf Ihr Handy, Sie können auch nicht installieren, ja? Na, da war ja das mit dem Datenvolumen, dass das alle ist. Gut. Aber wir können das ja nochmal probieren. Ja? Ja. So, ich gebe das mal da nochmal ein. Gut. Also, das heißt AnyDesk, ich kann das buchstabieren. Ja. A wie Anton. N wie Nordpol. Ja. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Ja. K wie Kaufmann. Ja. Na, das war's. Achso, okay. So, jetzt lädt es hier. Ja, ja, ich sehe gerade, ich habe auf dem Computer von Moonpay eine Nachricht bekommen. Es ist noch ein Code? Ja, da ist noch mal ein Code gekommen. Können Sie bitte diesen Code einfügen in Moonpay-Seite? Vielleicht ist es richtig. Ja. So, dann gehe ich wieder auf Fortfahren. Ah, ne, da steht wieder, der Code ist abgelaufen. Gut, also dann, oder nein? Gut, können Sie noch einmal probieren, Instagram, Entschuldigung, AnyDesk installieren? Ja, probiere ich nochmal. Auf dem Computer denn, oder wo? Auf Handy. Ach, auf dem Handy, ja. So, habe ich jetzt installiert, ja. Super. Und warten Sie bitte kurz. Gut, öffnen Sie bitte dieses Programm AnyDesk. Ja. Und dort gibt es einen Code, 9 Ziffern, wie erinnere ich mich. Können Sie bitte das mir sagen?
Nee, bei mir sind da 8 Buchstaben. 8 Buchstaben? Warten Sie bitte kurz. Suchen Sie bitte 9 Ziffern. Nee, da habe ich nur Buchstaben drin. Also Sie haben dieses Programm AnyDesk, rote Programm AnyDesk installiert, geöffnet und nur Buchstaben. Ja genau, da sind 8 Buchstaben. 8 Buchstaben und es ist ein Wort oder einfach verschiedene Buchstaben? Nee, das sind verschiedene Buchstaben. Mhm. Können Sie bitte mir das buchstabieren? Ja, ein B. B. Ja, dann ein E. E wie Emil? Ja, genau. Mhm. Dann ein T wie Theodor. Mhm. Dann ein R wie Richard. Mhm. Dann kommt ein Ü. Mhm. Ich habe verstanden. Ja, und dann kommt ein G. Und ein E und ein R. Mhm. Ich habe verstanden. Macht Ihnen die Arbeit eigentlich Spaß? Naja, reden Sie jetzt nicht mehr mit mir? Ja. Ja. Finden Sie das gut, dass Sie die Leute abzocken? Ich verstehe nicht. Ja, Sie verarschen die Leute und betrügen die Leute um ihr Geld. Nein. Doch? Natürlich nein. Warum denken Sie so? Sie sind sogar so gierig nach Geld, dass Sie mit mir 3 Stunden verschwenden. Es ist meine Arbeit. Mhm. Also dann würde ich Ihnen aber empfehlen, dass Sie sich mal andere Arbeit suchen. Das ist keine seriöse Arbeit, was Sie da machen. Tja. Und da haben Sie jetzt nichts weiter zu sagen? Ich verstehe nicht, warum denken Sie so. Ich möchte helfen Ihnen, Ihr Konto aktivieren und Geld verdienen. Nö, ja, der Einzige, der hier Geld verdient, sind Sie und alle anderen nicht. Warum denken Sie so? Sie haben schlechte Erfahrung? Nö. Also, ich habe keine schlechte Erfahrung. Ganz einfach, weil ich mein Geld nicht bei Betrügern einzahle. Es ist gut. Warum suchen Sie sich keine vernünftige Arbeit? Welche Arbeit? Ich mache meine Arbeit und helfe Leute und sie verdienen Geld. Sie helfen keinen Leuten, sie beklauen Leute. Nein, Sie können im Internet finden Leute, die schreiben, dass sie verdienen mit unserem Unternehmen. Ja, genau. Also wenn man Ihr Unternehmen googelt, dann findet man genau das Gegenteil davon. Nein. Schon alleine, dass Sie Geld über MoonPay haben wollen, das ist unseriöser geht's gar nicht mehr. Wenn ich da mein Geld einzahle, ist das auf Ihrem Krypto-Wallet und das sehe ich nie wieder. Sie sehen dieses Geld auf Ihr Konto. Sie haben jetzt Ihr Konto geöffnet mit Ihr Login und Passwort und Sie können dieses Geld auf Ihr Konto sehen und Sie haben auf Ihr Konto eine Taste Einstellungen, dann Sie klicken die Taste Auszahlen und Sie sehen, dass Sie können Ihr Geld jederzeit auszahlen. Ja, erzählen kann man ja viel, aber es ist ja nachher nicht so. Sie betrügen die Leute um ihr Geld, mehr ist es nicht. Also, gut, Sie denken so schlecht über uns, das ist nicht sehr gut für mich. Und wenn Sie anderen Ihre Meinung, Sie können mir eben schreiben und ich helfe Ihnen. Nee, mir ging es eigentlich nur darum, dass ich möglichst viel Zeit von Ihnen verplemper. Und 3 Stunden haben wir ja schon geschafft. Das ist meine Arbeit, mit Leuten sprechen und helfen. Ja, aber das ist doch keine gute Arbeit, weil Sie helfen den Leuten nicht, Sie beklauen Leute. Warum denken Sie so? Ja, weil das so ist. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Und wenn man Ihr Unternehmen googelt, dann findet man tausende Einträge. Ich Ihnen möchte helfen und Sie sagen sehr schlechte Sache. Ich möchte das nicht hören. Und wenn Sie ändern Ihre Meinung, Sie können mir schreiben oder mich anrufen. Ja, meine Meinung werde ich dazu sicherlich nicht ändern. Ich werde das Ganze... Hallo? Hm. Schönen guten Tag, Herr Katze. Ja, was denn? Wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz gut. Super. Also, wir müssen die Konto öffnen. Was denn für ein Konto? Über die Trading. Ach so. Ja,
Machen Sie jetzt? Nö. Wie ne? Nö. Also, gestern Sie haben gemacht, wir müssen ein Konto öffnen. Ja? Ja. Ach so. Also, ich habe die Bankdaten per Sie geschickt. Wohin denn? In E-Mail. In E-Mail? Ja. Aha. Also machen Sie bitte die Überweisung. Warum? Weil ich habe die Bankdaten und die Konto ist geöffnet einfach. Nur Investitionen muss machen. Nö. Also machen bitte die Investitionen. Und wir müssen auch die Angebote für Sie geben. Mhm. Also machen Sie bitte schon und ich melde nochmal später, okay? Nö. Wie ne? Ich bezahle bei Betrügern nichts ein. Also, wer hat gesagt, wir sind Betrüger? Sie haben gestern gesagt, Sie müssen die Investitionen machen. Mhm. Wie? Ja, kommst du damit nicht zurecht, dass du kein Geld kriegst, oder was? Also, lieber Herr, ich habe Geld mehr als Sie, ich bin ein Millionär, lieber. Genau, und deswegen hast du es auch nötig, noch bei Leuten zu betteln nach 250 okay, Euro. Okay, also ich bin ein Millionär, wie ich sage. Genau, deswegen rufst du auch die Leute an, genau. Also, mach bitte die Überweisung und Trading einfach. Findest du dich nicht selber ein bisschen lächerlich? Oh, Sie sind wirklich, wirklich langweilig. Mhm. Also Herr, Sie haben mir gestern gesagt, ein Konto öffnen und Investitionen machen. Also ich habe die Konto für Sie geöffnet und jetzt Sie müssen die Investition machen, okay? Nö, ich muss gar nichts. Wie, Sie müssen gar nichts, Mann? Nö, muss ich nicht. Aber warum habe ich die Konto geöffnet? Ja, weiß ich nicht. Hätte sie auch bleiben lassen können. Machen Sie Spaß mit mir jetzt? Nö. Also, ich weiß nicht was, Sie sind so langweilig. Aha. Ja. Okay. Ja. Wollen Sie etwas anderes? Was denn? Also... Herr Sven, grüßt Sie. Das habe ich nicht verstanden. Kennen Sie Herr Sven? Was? Kennen Sie Herr Sven, die unsere Broker? Nö, wer ist denn das? Sie haben gestern gesprochen mit? Keine Ahnung, wir rufen so viele an. Keine Ahnung. Sie haben gestern gesprochen, Mann. Möglich. Ja. Also, Sie müssen die Überweisung machen. Nö, müssen tue ich das nicht. Schon, jetzt machen Sie diese Überweisung. Mhm. Mach. Was warten Sie? Ja, und was erhoffst du dir denn davon? Und danach, wir müssen die Angebot geben und Trading anfangen. Ja, ihr mit eurem Demo-Trading-Konto. Was für ein Demo-Trading-Konto, was ist das? Ich glaube, du weißt selber, dass wenn ich euch Geld überweise, dass ich nicht mit echtem Geld handle, sondern mit einem Demokonto und ihr mir das Ganze nur vorspielt. Also, Herr, kennen Sie, was sind 500 Euro für mich? Ja, sicherlich eine Menge Geld, sonst würdest du ja den Job nicht machen. Also, 500 für mich sind zum Beispiel nur... ein Kaffee trinken. Genau, das hättest du Coffee gerne in deinen Träumen, ne? Get 500 Euro. Findest du das nicht lächerlich, was du so von dir gibst? Nee. Also ich finde, das hört sich also schon sehr lächerlich an. Also ich habe gearbeitet für diesen Tag. Ja, und? Ja, und das bedeutet, ich muss mein Leben schön machen. Mhm. Also, ich arbeite auch schon für das, ich habe Sie angerufen. Mhm. Also... nicht so viel Worte her. Geh und
mach diese Überweisung. Mm-mm. Ja, machen Sie was, was. Mm-mm. Machen Sie schon, ja? Nee. Warum? Ja, warum sollte ich? Weil Sie haben ein Konto mit uns. Das ist ja keine Begründung, warum ich da Geld aufladen muss. Also, Herr, machen Sie diese Überweisung und ja, hab ich doch schon gesagt. Anfangen mit dem Trading jetzt. Ja, und dann? Und dann Sie können die Profite mit unserer Broker machen. Mhm. Ja, was warten Sie? Elena, kurz Moment bitte. Okay, ich komme schon. Ja, Herr Katze? Mhm. Machen Sie diese Überweisung? Mhm. Machen Sie? Nein. Okay. Warum nein? Ja, weil ihr Betrüger seid. Ich verspreche Sie, mein Lieber. Mhm. Machen Sie diese Überweisung. Und fangen mit dem Trading an. Tja, wenn man bei euch mit Trading anfangen könnte, dann wäre das ja nochmal eine andere Geschichte, aber kann man ja nicht. Also, lieber Herr, unser Broker ist da und Sie können mit dem Broker Trading anfangen. Mhm. Und wer glaubt das? Ja, wer glaubt euch den Quatsch? Erst einmal, macht die Überweisung und nicht so viel reden. Ja, wer glaubt euch denn den Quatsch? Das glaubt doch kein Mensch. Also, was, das glaubt kein Mensch? Ja, das glaubt doch kein Mensch, was ihr da für einen Quatsch erzählt. Wie denken Sie so? Das glaubt kein Mensch. Hm. Hä? Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Job, den du da machst? Also, lieber, ich bin hier mit meiner zweiten Kollege und mit meiner Sekretärin, Elena. Ah, mhm. Oh, Elena. Also, Herr, Sie müssen diese Überweisung machen. Wollen Sie mit Elena sprechen? Nö, aber ich muss auch keine Überweisung machen. Wollen Sie mit Elena sprechen? Was habe ich davon? Elena ist so schlampe. Mhm. Ja. Also, Herr. Elena! Komm hier bitte! Also, Herr Katze? Mhm. Haben Sie diese Überweisung schon gemacht? Das habe ich dir doch schon beantwortet, oder nicht? Nochmal bitte? Ich sagte, das habe ich doch schon beantwortet, oder nicht? Können Sie bitte nochmal sagen, weil Herr Wada ist da und da hat eine viele Stimmen. Ja. Ja, also frag mir nochmal. Mhm. Ja, frag. Ja. Elena. Oh. Mia. Oh. Ist das nicht armselig, den ganzen Tag in so einem Callcenter zu sitzen? Nein. Ja. Also, wir müssen nur die Überweisung machen und alles ist in Ordnung. Und wenn er kein Geld eintreibt, dann was ist dann? Haben Sie kein Geld? Doch. Haben Sie Geld? Na klar. Okay. Wie viel Geld haben Sie? Das geht dich doch nichts an. Sie haben nicht so viel Geld. Tja. Hä? Sagt derjenige, der es nötig hat, im Callcenter zu sitzen, ne? Und die Leute zu bescheißen. Ne? Also, wir müssen unsere Arbeit machen, unseren Job. Ich mache das Trading für die ganze Kunde. Liebe, Liebe! Und sowas nennt man nicht Job, sowas nennt man kriminell. Wer ist ein Kriminell? Na, ihr alle Mann da in dem Raum. Also, Herr, wollen Sie Trading machen oder ne? Ja, vielleicht.
Also, warum machen Sie nicht? Naja, man braucht ja erstmal dazu ein seriöses Unternehmen, ne? Ich verspreche Sie, Sie sind manchmal langweilig und manchmal Sie sind süß. Ja, lieber Herr, ich bin da zu helfen Sie. Lieber Herr ist übrigens in Deutschland eine Beleidigung. Also, ich bin nicht ein Deutscher und das ist die Beste. Ja, aber wenn man in Deutschland anruft, sollte man sich mit den Gepflogenheiten aus Deutschland auch auskennen. Hör zu, Herr Kapp, ich bin nur 25% ein Deutscher. Tja. Also, mein Vater kommt aus Italien. Hey, benvenuto. Ja, und sitzen tut er wahrscheinlich in der Türkei. Also, war nur ein Spaß für das. Ich habe gesagt, ich komme nicht aus Arabien oder Türkei. Ja, also, doch, ich bin ein Italiener. Und wer glaubt das? Sie. Also, wenn Sie wollen, wir können Italienisch sprechen. Nö, habe ich kein Interesse dran. Okay. Können Sie nicht. Kennen Sie die Herr Sven? Hallo Sven. Was? Herr Sven Hallo, Sie haben gestern gesprochen. Hab ich? Ja, Sie haben mit Herr Sven gesprochen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich merke mir die Namen nicht, die hier jeden Tag anrufen. Und der sagt mir viele Grüße für Herr Katze. Mhm. Er ist da jetzt. Ja. Ja, also Herr Katze. Mhm. Sie heißen Katze, oder? Mhm. Und die Nachname? Ja, Katze. Ja, Katze und die Vorname, Entschuldigung. Na, der Vorname steht doch auch da, oder nicht? Elena, fick, du Schlampe, komm hier. Also, oh, Elena. Oh. Elena, komm, du Schlampe. Und sowas findest du seriös? Was? Nochmal bitte? Sag, und sowas findest du seriös? Ich meine, ihr wollt ja immerhin sowas wie eine Tradingbank darstellen. Also, im Trading, wir können nicht so viel Arbeit machen. Mhm. Wir machen Trading, wir können Geld verdienen und wir machen auch Sex. Mhm, schön. Ja, das bedeutet, wir machen drei verschiedene Arbeiten. Mhm. Ja. Das ist die Trading, ja. Tja. Es ist Trading. Sex, Geld und Rauchen. Mhm. Also in die ganze Büro, sie können nicht Zigarette rauchen. Also in die Trading-Büro, sie können rauchen. Tja. Weil sie müssen nicht rausgehen. Ja und, was habe ich davon? Ja und die Büro ist wie meine Wohnung zum Beispiel. Also ich bin von 9 Uhr bis 18 Uhr da. Hm. Und nur mit den Kunden sprechen, nur Trading machen, nur Geld verdienen. Hm. Und wenn zum Beispiel einem mal, sie können nur 10 Euro verloren, die Kunde kommt immer, wie meine Geld für 10 Euro. Aber wenn sie haben 100 Euro verdienen, also Geld gewinnen. Ah, du bist sehr gut, wirklich, du bist sehr gut, Herr Wilson. Für das, ich bin sehr müde. Tja, und warum machst du den Job denn noch? Nochmal bitte? Und warum machst du denn den Job noch? Also, weil dieser Job wirklich einfach ist nicht sehr schwer, aber ist manchmal langweilig. Verstehen Sie mir? Ich würde eher sagen, das ist das Einzige, was du wohl auf die Ketten kriegst, ne? Weil dich alle anderen gar nicht haben wollen. Lieber Herr, die Trading ist immer im Computer sein, also für das ich liebe meine Arbeiter. Nee, weil ich bin nur ich vor einem Computer und nur mit die MetaTrader 4 arbeiten, manchmal mit MetaTrader 5. Und das ist meine Liebe. Aber ich hasse die Kunden, wenn sie sagen, für 10 Euro, warum sind nicht meine Geld da im Konto? Aber
wenn die Leute gewinnen 100 Euro? Bei euch gewinnt keiner Geld. Ihr spuckt also, euch das selbst in die Tasche. Wenn die Leute gewinnen, sie sagen nicht nur eine Danke. Hm. Nur eine Danke, sie sagen nicht. Für das ist hart manchmal. Hm. Wofür sollte man sich da bei euch bedanken? Das ist doch alles bloß traurig, da, was ihr da macht. Also, Herr, wir haben auch unsere Profite, das ist natürlich. Hm. Genau. Ja, wir haben 2% Profite. Oder 2,5. Also sowieso, wir sind hier für die Leute, auch für unser Geld. Nicht, weil wir arbeiten nicht nur für sie. Natürlich, wir haben Profite. Sie denken, 2% sind so ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich zum Beispiel habe so viel und so viel Kunden. Und 2% von sie. 2% zum Beispiel von Dennis. Mein Name, Dennis. Also noch 2 von einer anderen Dennis. Noch zwei. Es gibt 100. Haben Sie verstanden jetzt? Ja, ich habe das schon verstanden, ja. Den Quatsch. Und für das ist manchmal, ich hasse. Nur für die Kunden, wo sie sagen, nicht eine bedanken, also eine Grüße geben. Ja, Elena, ich komme. Und so, Herr Katze, so. Ich bin so müde heute. Es regnet. Und ich bin so müde. Also, wollen Sie arbeiten mit uns oder nein, ist die letzte Chance. Ich verspreche Sie, ist die letzte Chance. Ja, Herr Katze? Du willst ja jetzt nicht ernsthaft noch eine ehrliche Antwort dazu, oder? Pünktlich. Also, wie gesagt, ist die letzte Chance. Können Sie bitte eine Antwort geben? Also, wenn Sie wollen, wir fangen an mit dem Trading, weil die Bitcoin oder die Shiba und die ganze Kryptowährung, Ethereum, Dogecoin sind so hoch heute. Und zum Beispiel die Bitcoin geht 55.000 US-Dollar natürlich. Oder 38.000 Euro. Also Herr, wollen Sie schon arbeiten mit uns oder nicht? Ja, was habe ich denn davon? Also, wie ich habe auch gestern gesagt, Sie können nur eine Überweisung machen, wo hier steht, Sie wollen auch mit uns und Sie haben die erste Investition wie einen Test gemacht. Wir nehmen auch zurück Ihre Geld, also unser Angebot, und Sie können Trading mit 2 machen, also mit dem Roboter oder mit einer Broker, wie ich habe gesagt, sie ist besser, wenn mit einer Broker arbeiten. Also Herr, wenn Sie wollen, ich habe die Bankdaten per E-Mail geschickt. Wenn Sie wollen machen, okay. Ist auch okay. Nur eine Antwort an mir geben, bitte. Ja, ich habe immer noch nicht verstanden, warum ich mit euch handeln sollte. Warum sollen Sie mit uns handeln? Ja. Ja, ich antworte. Erst einmal, weil wir arbeiten nur 4 Personen. Das bedeutet, ist ein Finanzexperte, 2 Broker, und unsere Sekretärin Elena. Das bedeutet, wir sind nur 4 Personen, weil wir machen die ganze Kalkulator, also plus, minus und sowieso. Mhm. Plus, minus und sowieso, sehr seriös. Also, lieber Herr, es geht immer mit plus, minus, es geht nicht nur plus, 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 also das ist, ich muss, Sie kennen das, weil die Börse geht nicht nur oben.
Du weißt aber schon, dass du nur Berufszeug laberst, oder? Und dass da eigentlich nicht ein sinnvoller Satz zu dir gekommen ist. Ich meine, du verplemperst hier schon wieder 20 Minuten und erzählst mir 20 Minuten lang von vorne bis hinten nur Blödsinn. Also, Herr, zum Beispiel eine Investition 5 Euro gemacht. Wir machen die Profite, sie nehmen auch unser Angebot noch 5 Euro. Es geht um 10 Euro, die Konto geht um 10 Euro. Und er läuft im Trading, öffnen und schließen die Operation, also sowieso, es geht um 20 Euro, zum Beispiel. Heute ist 20, morgen ist 19 Euro. Aber übermorgen, es geht um 30 vielleicht. Also für das wir sind hier, Profite machen. Es geht plus, es geht minus. Also, für das wir müssen sagen. Und die Dritte. Weil, wie sage, die ganze schwarze Kompanie sagen immer mit 250 oder ich weiß nicht, wie sie sagen. Es geht nicht mit 250 Euro anfangen. 250 Euro ist, ich denke, ist so ein bisschen für eine Trading machen. Wenn Sie haben gehört von Wall Street, Sie sagen immer, fangen an die Trading mit plus 1000 Euro. Aber für mich nicht direkt mit 1000 Euro, aber 500 ist die minimale Summe. Sie nehmen auch 500 Euro Angebot von unserer Firma. Das bedeutet, Sie anfangen mit 1000. Sie haben die Informationen von Wall Street, wo sie sagen, sie müssen mit 1000 Euro. Also, was wollen Sie mehr? Ich habe die ganzen Informationen, warum sollen Sie mit uns Handel machen? Also ich habe jetzt noch nichts Sinnvolles gehört bis jetzt. Also, weil die erste, wir sind 4 Personen, ein seriöses Büro. Die zweite, weil ich habe die Informationen pünktlich, wo sie können plus minus haben. Und die dritte, die Angebot geht immer mit 500 Euro, plus 500 Euro. Also, wie geht bei Wall Street mit 1000, mehr als 1000 Euro anfangen? Also, sie machen zum Beispiel die Überweisung 500, sie nehmen auch 500 Euro. Das ist alles. Ich habe 3 Informationen gegeben für Sie, warum sollen Sie mit uns Handel machen. Lieber Herr, wir können auch Geld verdienen. Also, wie ich sage immer, Sie können nicht Millionär sein. Das ist natürlich. Aber Sie können Geld verdienen. Zum Beispiel, wenn Sie anfangen mit... Kurz Moment bitte. Ich muss... Wenn Sie anfangen mit 500 Euro, okay, noch 500 von uns, es gibt 1000. Also, wenn Sie machen die Investition in die Shiba, Ethereum, ein bisschen, es geht in 300. Also 2,4. Okay. 2,4 plus 3,2. Okay. Also Sie können zum Beispiel, wenn Sie wollen anfangen, Sie können von 300 bis 600. Also Euro Profite pro Monat haben, das bedeutet, Sie können von 312 Euro bis 545 Euro Profite pünktlich pro Monat haben. Also Sie können auch 400, 350, also so geht. Also was kann ich für Sie machen mehr? Was wollen Sie hören? Tja. Was? Weißt du, was die goldene Regel ist? Gold, die Investition in Gold. Die goldene Regel.
Golden Regel. Wer das Gold hat, bestimmt die Regel. Ist doch ganz einfach. Also, Sie sagen für die Golden Digger. Ja. Ich finde schon, dass ein deutscher Bürger auch das Recht hat, auf Hochdeutsch beschissen zu werden, oder nicht? Nein, ich kenne nicht. Okay. Ja. Und Sie wollen eine Sales-Antwort, ich kenne es nicht. Wie funktioniert denn da euer komischer Trading-Roboter? Nochmal wieder? Wie euer komischer Trading-Roboter funktioniert. Unser Roboter? Der Trading-Roboter. Also, ja, Sie können nur die installieren machen und Sie können nur die Profite schauen. Zum Beispiel, Sie machen die Investitionen. Die Investition geht bei Roboter und unser Angebot, wir machen auch mit den Robotern, wo sie haben, installiert und die Roboter läuft automatisch. Also der macht den Algorithmus, die Marktprognose, öffnen und schließen die Operationen ein und aus. Und sowieso, sie können zum Beispiel in Arbeiten oder spazieren gehen und sie können nur, wenn sie haben Zeit, sie können nur die Profite schauen. Ja, aber eine Antwort auf meine Frage war das jetzt nicht. Also, da war ja Frage, wie läuft die Roboter? Wie arbeitet die Roboter? Ja, genau. Ich habe gefragt, wie der arbeitet und das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Also, wie arbeitet, das bedeutet, der arbeitet automatisch, nicht manualisch. Der arbeitet, wo sie wollen, zum Beispiel in Krypto, Indizes. Haben Sie mir gehört? Ja, in Forex, also wo sie wollen. Wo sie wollen laufen einfach. Zum Beispiel in die Krypto wie Shiba, Bitcoin, Dogecoin und die ganze alles. Ja, und woran macht er das fest, damit zu handeln? Also woran, ja, wie funktioniert das? Ja, also, wie ich sage, lieber Herr, Sie können beim Roboter gehen, Sie können die Investition zum Beispiel in die Krypto machen. Und Sie lassen ihn zum Beispiel Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Binance Coin und so. Und der läuft automatisch, also zum Beispiel die Bitcoin geht hoch und die Roboter macht die Profite und schließt die Operationen. Und sie können nur die Profite haben. Also, oder wenn der geht unter, der öffnet auch die Operationen und die Geld lassen auch in die Konto. Also, lieber Herr. Oder wenn Sie wollen zum Beispiel in die Gold auch Investitionen machen, es ist auch gut. Die Gold ist auch gut. Also 5000 Bank, yes. Ja, die Gold ist auch gut, wirklich. Wo Sie haben mehr Interesse, zum Beispiel in Krypto, Indizien, Gold, Öl, Forex? Ja, wir sind gerade der Kurs von Helium. Ethereum? Nein, Helium. Helium? Ja. Gut, Moment bitte. Ich muss unser Robot sehen, was geht mit dem Helium. Helium. Helium Miner. Ja, Helium Miner. Kurz Moment. Herr Sven, können Sie bitte die Helium sehen? Was geht mit Helium? Okay. Kurz Moment bitte. Eigentlich wollte ich ja gerade ein neues Infovideo machen. Naja, aber jetzt mit den Vollpfosten dran. Kurz Moment bitte, weil wir sehen die Operationen von Helium heute. Also bis ihr die Ergebnisse da raus habt, hat sich's wohl schon verflüchtigt.
18,02 €. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Zum 4,23% gesunken. Tja. Könnt ihr da kein Google benutzen? Nein, also wir sehen unsere Profite von die Helium. Wir sehen nicht in Google Invest oder was so. Also wir sehen unsere Kunde, wie es gegangen heute mit die Helium. Ja und? Wie ist der Kurs jetzt? Und kurz Moment bitte, weil die Herr Sven sieht die ganze Kunde, wo sie sind in Helium-Investitionen. Tja, eigentlich war es nur eine ganz einfache Frage, finde ich. Wie jetzt gerade der Kurs von HNT ist, also von Helium. Eieiei, der bricht aber ein. Ja, aber über einen langen Zeitraum ist er gestiegen. Tja, komm, stellt mal eine Fachfrage. War es das schon, oder wie? Kommt da jetzt noch was? Noch kurz Momente, weil wir machen mit die Petze. Ja, und ich hab's nur kurz bei Google eingegeben und hab den Heliumpreis. Aha, Sie sind beim Google. Ja, ist bei 18,04 gerade. Wir sind niemals in Google, wir sind die normalische Börse. Ja, ich bin bei direkt auf der Helium-Herstellerseite. Sie sind beim die Helium-Seite? Ja, genau. Nein, lieber Herr, nein, guck mal bei Investor oder beim Wall Street. Du weißt aber schon, wie das mit Helium funktioniert, ne? Helium gehört zu einer Firma. Also, die Herr Sven macht die ganze Operation für Helium, ich mache mit die Krypto. Ja, Helium ist ja Krypto. Helium geht bei Krypto, aber ich mache nur mit die Bitcoin, Dogecoin und... Aha. Ja. Naja, aber falls dich interessiert, der Kurs ist gerade bei 18,3. Ja, aber kurz Moment bitte, weil die Herr Sven macht die Operation, wie es gegangen heute mit die Prozent. Es geht die 4,13, also sowieso, ich weiß nicht, was der sagt, aber kurz Moment. Wir müssen die pünktlich sehen, wie es gegangen mit die Prozent. Ja, so interessant ist jetzt dann doch wieder nicht. Warum macht man da eigentlich den Job? Hallo, ich habe eine Frage gestellt. Ja, nochmal bitte? Ja, warum machst du den Job da überhaupt? Also, zum Beispiel, wie ich sage, wir sind 3 Personen, mit Elena 4 und die Herr Sven macht für Helium, Ethereum, also sowieso. Ich meine nur für die Bitcoin, Binance Coin. Ja, aber und die Frage war jetzt, warum du den Job da machst. Ich meine, es ist doch viel einfacher, denn da die Kohle drin reinzustecken und dann das und dann brauchen wir doch nicht mehr arbeiten. Nochmal bitte, ich habe nicht so gut gehört. Ja, ich merke schon. So, habt ihr jetzt da zu Helium was gefunden oder nicht? Ha? Helium.com ist eigentlich ganz einfach. Und dann klickst du auf HNT und dann hast du alles, was du brauchst. Das ist ein eigenes Mining-System. Mit so IoT-Geräten ist das verbunden. Also kann man nur minen, wenn man auch so einen Helium-Miner dazu hat. Anders kommt man an Helium momentan noch gar nicht ran. Tja. Kommt da jetzt noch was oder war's das? Ja, Herr Sven ist hier jetzt. Kurz Moment. Hallo Jürgen, wie geht es Ihnen? Bei Ihnen ist aber ganz schön laut. Leider feiern wir, dass ein Mensch sehr viel gelitten hat. Hä? Was? Ich rufe Sie, weil Sie haben sich an Tagesgeldkonto interessiert. Wie Konto? Tagesgeldkonto. Ein Tagesgeldkonto? Genau. Aha, okay. Haben Sie schon solches Erfahrung in zusätzliches Einkommen? Wie, verstehe ich nicht. Tagesgeldkonto? Genau, Erfahrung. Weiß ich nicht, also... Hä? Welchen Bank benutzen Sie? Ich habe die Hypo-Vereinsbank. Von einfach? Nee, Hypo-Vereinsbank. Aber vielleicht machen Sie da mal die Musik aus, dann kann man sich auch besser verstehen, denke ich mal. Wir anbieten ein Konto mit der größeren Prozent als Bank, verstehen Sie? Ja, aber ich dachte, es ist ein Tagesgeldkonto. Dann ist doch das bei einer Bank, oder nicht?
Genau, nein, das ist nicht wie ein Bank, das ist ein Konto, mit dem können Sie täglichen Profit erhalten. Aha, okay. Können Sie ein bisschen über sich erzählen, wo arbeiten Sie? Wie kommen Sie denn jetzt auf die Frage? Also ich weiß ja noch nicht mal, wer Sie so richtig sind und was Sie von mir möchten und, hä? Okay, ich bin Andreas von Firma MetaTrader. Und der Nachname? Bochmann. Bochmann. Genau. Also B-O-C-H-E-N. Nee. Bertha, Otto, Cäsar, Heinrich, Martha, Anton, Nordpol, Nordpol. Ja, genau. So habe ich das gemeint. Ja, und weiter? Ja, weil es geht um Ihre Anmeldung an ein Tagesgeldkonto. An ein Tagesgeldkonto. Okay, ja, dann machen wir das. Ja? Genau. Und wenn Sie nichts gegen haben, können Sie ein bisschen über sich erzählen? Ja, aber verstehe ich jetzt nicht den Grund dahinter. Warum soll ich jetzt von mir erzählen, wenn es um mein Tagesgeldkonto geht? Ja, es wäre schön, wenn wir ein bisschen wenn Sie ein bisschen über sich erzählen können. Ja, es geht um ein Tagesgeldkonto. Sie haben eine Anmeldung gemacht und haben Sie schon früher eine Erfahrung darüber? Ja, bei welcher Bank habe ich mich denn angemeldet? Das ist nicht eine Bank, das ist nur ein Konto, mit dem erhalten Sie tägliches Profit. Ja, aber hat man nicht ein Konto eigentlich? Hat man denn nicht ein Konto eigentlich bei einer Bank? Nein, es ist kein Konto bei Bank, es ist ein Konto bei einer Plattform. Bei einer Plattform? Ja, bei einer Plattform bei unserer Firma. Okay. Gibt es das auch unter ID? Oder gibt es nur Platt? Können Sie wiederholen Ihre Frage bitte? Nee, schon gut. Machen Sie mal weiter da. Es gibt eine Möglichkeit, Ihnen bei uns ein Konto öffnen. Mit dem werden Sie ein tägliches Ertrag erhalten, bis 50% von der Summe per Monat. Aha. Also 50% Gewinn im Monat. Ja, genau. Aha, und wie geht das? Sie öffnen bei uns ein Konto. Wir machen den für Sie. Und Sie können auf dem Konto den Geld benutzen, wie Sie möchten. Aber auch werden wir Ihnen ein passives Einkommen bringen. Also doch eine Bank? Nein, das ist eine Bank, weil das ist ein Konto bei einer Plattform mit täglichen Profit bei unserem Firma. Es ist ein bisschen anderes. Weil wenn, fragen Sie direkt, ob es ein Konto bei Bank ist, nein, das ist kein Bank. Das ist ein Konto, zu dem werden Sie den Zugang haben und die Geld, das Sie benutzen können, aber wir werden für Sie den Geld auf dem Konto verdienen. Aha, und wo kommt das Geld her? Aus dem Finanzmarkt. Aha. Es bedeutet, dass unsere Firma handelt auf dem Finanzmarkt und das Geld, das Sie auf Ihrem Konto öffnen, wir hinzufügen die Summe von Ihrem Konto zu dem Deal. So können Sie auch 1% von Gewinn von unserer Firma erhalten. Ich dachte 50%. Ja, es geht um 50%, wie ich gesagt habe, aber ich habe Ihnen ein bisschen erzählt, wie das genau funktioniert. Aber ja, es geht um 50%. Ja, okay. Und nun? Ja, ich höre dir. Verstehen Sie ein bisschen, wie das mehr funktioniert? Nee, bei euch ist so laut. Ich verstehe eigentlich kaum was. Weil das ist ein Krach im Hintergrund. Können wir den irgendwie abstellen? Nein, das ist unsere Atmosphäre, weil wir immer feiern, wie viele unsere Kunden verdienen. Verstehen Sie? Ja, aber ohne Musik, dann würde ich mehr verstehen. Weil das sehr, sehr laut im Hintergrund. Ich
kann für Sie probieren, ein bisschen lauter zu sprechen, wenn es Ihnen leichter wird. Ich würde es besser finden, wenn wir die Musik ausmachen. Es gibt leider keine Möglichkeit, die Musik auszumachen. Das ist eine Regel von unserer Firma, verstehen Sie? Was ist denn das für eine bescheuerte Regel? Na, es ist so. Leider, irgendwelche Regeln kann man nicht wechseln. Naja, doch. Also Musik am Telefon ist ja irgendwie komisch. Also vor allem, wenn es um Geld geht, dann finde ich, das ist schon irgendwie absolut unpassend mit Musik im Hintergrund. Nein, das ganze Finanzmarkt arbeitet so. Haben Sie früher keine Erfahrung am Finanzmarkt? Nee, eigentlich arbeiten nur so Betrugsfirmen. Also die Leute, die abzocken, die arbeiten mit Musik im Hintergrund, damit die gute Laune bei ihrem scheiß Job behalten. Aber ich dachte, es geht jetzt hier um seriöse Geschäfte. Und seriös ist das mit Musik auf jeden Fall nicht. Also so eine halbe Diskothek da im Hintergrund finde ich irgendwie nicht geil. Warum denken Sie, dass ich einen Betrug habe? Wie können Sie das direkt antworten? Ja, habe ich doch erklärt, jetzt lang und breit und ausgedehnt. Das mit der Musik da im Hintergrund, das ist irgendwie nicht gerade besonders vertrauenserweckend. Und möchten Sie sagen, dass zum Beispiel, wenn jemand von Leuten die Musik hört, ist das schon ein Betrüger, oder? Naja, auf dem Finanzmarkt, finde ich, gehört keine Musik hin. Und da ist auch normalerweise keine Musik, wenn eine seriöse Firma anruft. Also ich weiß ja nicht, wo Sie herkommen, aber das gehört sich so nicht mit Musik. Und wenn wir hier weitersprechen wollen, dann müssen wir das rote Knöpfchen drücken, dass die Musik abgeschaltet ist. Na, leider kann ich die Musik nicht ausgeschalten. Und wenn für Sie das so wichtig ist, dann können wir leider den Gespräch nicht weiterführen, wenn es geht um die Musik. Ja, also so wie jeder andere Betrugsfirma, genau. Dann haben wir es ja. Genau. Ich kann auch sagen, dass Sie ein Betrüger sind, weil Sie denken, das sind Sie nicht, weil ich rede mit Ihnen anständig, aber bei Ihnen läuft da Musik, das ist nicht anständig. Das ist auch nicht nur nicht anständig, sondern auch nicht höflich. Das ist doch normal, weil die Musik nicht verboten ist. Das ist, naja, also Musik gehört auf jeden Fall nicht in ein Callcenter, auf gar keinen Fall. Also, weiß ich nicht, was das soll. Auf jeden Fall ist das absolut unseriös mit der Musik da im Hintergrund und, weiß ich nicht. Also wenn Sie Party machen wollen, dann gehen Sie irgendwo einsaufen, aber nicht am Telefon. Da gehört keine Musik hin. Vor allem, wenn man Sie vernünftig verstehen will, dann geht es nicht mit Musik. Ich habe sehr viel gefunden. Ja, also jetzt hört die Scheiße hier auch noch lauter. Jetzt mach erstmal da den Kack aus. Ich habe noch nie gehört irgendwelche Präsentationen über die Musik, weil wir haben schon viele Kunden. Ja, dann gib mir mal deinen Vorgesetzten da. Na, werde ich so kann nicht. Man doch nichts verkaufen. So Na, kann man doch kann kein Geld verkaufen, machen. Aber wenn Sie irgendwas über die Musik machen, dann was kann ich machen. Wenn Sie mit mir nicht sprechen möchten, dann werde ich den Telefon abschalten. Du kannst mir doch einfach mal einen Vorgesetzten geben, dann rede ich mit dem Materialist. Weil was soll das dann mit der Musik? Das ist doch Quatsch. Das macht man doch nicht. Ich denke, wenn Sie nicht sprechen würden, dann möchten wir auch nicht sprechen. Naja, ich denke mal, es wird ja wohl möglich sein, einen Vorgesetzten ans Telefon zu bekommen, oder danke nicht? Danke für den Gespräch. Betrüger, Abzocker. Sender, bitte. Ja, guten Tag. Sprechen der Kontobetreuer in deiner Wagner. Es geht um Orlando, ja? Okay, ja. Jetzt sehe ich, dass Sie haben sich eingemeldet im Onlinehandel. Ich kann Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Okay, ja, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder das ist das das Falsche für Sie? Nö, also bis jetzt, Ist das mal? Ja. Okay, können Sie bitte etwas lauter sprechen, wenn ich bitte? Ja, also besser. Ja, sehr besser. Okay, jetzt sagen Sie mir bitte, möchten Sie aktivieren Ihr Konto von Ihrer Seite oder kann ich das machen selber? Ja, dann machen Sie mal. Okay. Welche Methode benutzen Sie? Das ist, also ich meine, Mastercard haben Sie oder Visa-Card? Haben Sie Kreditkarte überhaupt, oder? Ja, ja, eine Kreditkarte besitze ich. Na klar, natürlich. Haben Sie keine? Haben Sie Master oder Visa? Ich habe eine Dongsuang. Bitte? Eine Dongsuang. Was ist das? Ja, das ist so eine Karte von einem Kollegen hier. Haben Sie selber Karte, Kreditdebit, Master oder Visa? Ja, ja, ja. Welche, Master oder Visa? Das habe ich beides.
Beide. Okay. Ja. Dann ich bitte, können Sie mir bitte sagen, mit welchem Betrag möchten Sie machen Ihr Handel? Mit 500 oder mit 1000? Weiß ich nicht, was wäre denn da jetzt sinnvoll? Also, wenn Sie machen das mit 500, dann geben wir Ihnen $200 Bonusgeld. Wenn Sie machen das mit 1000, geben wir Ihnen $500 als Bonusgeld. Mit 1000 können Sie sehr großen Profit bekommen, jede Woche, 50%. Okay. Ja, mit welchem Betrag dann möchten Sie das machen? Weiß ich nicht, was sind die sicherste? Haben Sie 1000 in Ihrer Karte? Na, auf einer Kreditkarte kann man ja kein Geld haben. Eine Kreditkarte ist ja Kredit. Kredit heißt ja schon ausleihen. Also haben Sie kein Geld in Ihrer Kreditkarte? Na, wer hat denn Geld auf seiner Kreditkarte? Sowas geht doch gar nicht. Mhm. Kredit heißt dann, doch Minus. Das heißt es okay. doch. Nein, Kredit-Debit meine ich. Debitkarte, das ist meine Master-Visa. Ja, das ist eine Kreditkarte. Und auf Kreditkarten hat man kein Geld drauf. Auf Kreditkarten leiht man sich Geld. Dann in, wo haben Sie Geld? Vielleicht in Ihrem PayPal oder in anderem Konto? PayPal funktioniert ja ähnlich. Da kann man zwar Geld drauf haben, muss aber auch nicht sein. Haben Sie PayPal? Ja. Und Sie? Haben Sie Geld drauf? Nee, bei PayPal habe ich ja auch kein Geld aufgeladen, nee. Sie witzen oder sind Sie seriös jetzt? Hä? Witzen Sie jetzt mit mir? Nee, ich beantworte das, was Sie falsch sagen. Okay, haben Sie Online-Banking? Hm? Okay, haben Sie Geld in Ihrem Konto? Ja. Okay. Können wir machen vielleicht Banküberweisung, ja? Möchten Sie? Sowas würde auch gehen, ja. Mhm. Dann mit welchem Betrag möchten Sie machen? Mit 500 oder mit 1000? Ja, weiß ich nicht. Geht auch weniger? Unser Minimalbetrag ist 430 Euro. Ach so, weil mehr als 250 wollte ich jetzt nicht ausgeben. Ja, gibt es auch, aber mit 250, Sie können nicht so viel Profit bekommen, das ist das Problem. So, ab wie viel kann man dann viel Profite bekommen? Mit 500 und mit 1000 können Sie Profit bekommen, sicher. Mit 250 versprechen nicht. Kann sein, aber nicht so sicher. Ach so. Okay, dann sagen Sie mir bitte jetzt, welchen Betrag haben Sie entschieden zu machen, das? Ja, dann nehmen wir 750. 750? Hm, treffen wir uns in der Mitte. Wenn Sie machen 750, kann ich empfehlen, machen mit 850 Euro, weil das ist mit Dollar 1000 Dollar. Machen wir das? Ja, das hört sich okay, haben Sie Online-Banking? Hm. Haben Sie Computer jetzt dabei? Wie kann man einen Computer dabei haben? Haben Sie oder nicht? Dabei nicht, nee. Dabei nicht, okay. Den habe ich ganz normal im Büro stehen. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie haben kein Geld, ja, in Ihre Karten. Wie? Doch, ich habe Geld. In Ihrer Masterkarte, Visa-Karte haben Sie kein Geld, richtig, oder haben Sie? Na, das sind ja Kreditkarten, da hat man kein Geld. Wer hat denn da Geld drauf? Geht doch gar nicht. Okay. Okay, dann vielleicht haben Sie in Ihrem Konto diese 850 Euro, richtig? Mhm. Okay. Welche Handy benutzen Sie? Das ist Samsung oder iPhone? Ich habe ein iPhone. Haben Sie auch Samsung oder nur iPhone? Nein, nur iPhone. Nur iPhone, okay. Dann, wenn ich schicke Überweisungsinformationen, können Sie selber machen mit Ihrem Online-Banking diese Transaktion? Wie meinen Sie das? Also, haben Sie Online-Banking? Mhm. Okay. Wenn ich schicke Überweisungsinformationen, also unsere Bankadresse und so weiter, IBAN, können Sie selber machen Transaktionen mit Ihrem Online-Banking? Wie? Können Sie oder nicht? Ja, wie meinen Sie das? Natürlich kann man das selber machen. Macht man ja auch selber. Okay. Wer sollte denn das sonst machen? Okay, kein Problem. Dann, sagen Sie mir bitte, können Sie jetzt auch dann bitte Ihre Mail, jetzt schicke ich diese Überweisungsinformationen? Die E-Mail-Adresse soll ich aufmachen? Ja. Ja, dann muss ich erstmal an den Computer gehen. Computer? Ja. Warum? Sie können das nicht mit Ihrem Handy das machen, oder? Ja, das ist mir das zu fummelig. Und wann können Sie das mit Ihrem Computer machen? Ja, jetzt, dann mache ich den an. Okay, dann öffnen Sie bitte Ihren Computer.
den Computer öffnen. Haben Sie Computer jetzt oder nicht? Ja, ich habe einen Computer, aber warum soll ich den öffnen? Können Sie Ihre Mail einfach öffnen, weil ich schicke jetzt Überweisungsinformationen. Ja, dann mache ich den Computer an. Ja, okay, ja. Ich warte. Dann fahre ich den Computer jetzt hoch, dann schalte ich den jetzt ein. Ja? Können Sie jetzt finden das, oder? Ja, ich habe jetzt erstmal den Computer eingeschaltet. Okay. Haben Sie schon Ihre Mail geöffnet? Nee, erstmal habe ich ja den Computer eingeschaltet, habe ich doch gerade gesagt. Okay, dann schalten Sie bitte den Computer ein. Der fällt jetzt erstmal hoch. Öffnen Sie dann auch Ihre Mail? Das kann ich doch machen, wenn er hochgefahren ist, der Computer. Haben Sie schon geöffnet Ihre Mail? Nee, erstmal habe ich ja den Computer gerade angemacht, habe ich doch gerade gesagt. Okay, kein Problem, ich kann warten. Ja, scheinbar ja nicht, weil Sie drängeln ja ganz schön. So. Jetzt habe ich den Computer erstmal an und jetzt starte ich erstmal Windows. So. Ja, jetzt bin ich in dem Windows und dann mache ich jetzt hier erstmal meine E-Mails auf. Ja, genau. Ja. Sie sollen haben Mail von Dana Wagner. Von Dana Wagner? Ja, genau. Wer ist das? Ich bin. Sie sind Dana Wagner. Wie kommen Sie denn zu dem Namen? Ich heiße Dana Wagner. Mein Name ist Dana, Nachname ist Wagner. Ja, und wie kommen Sie zu dem Namen? Bitte? Ich frage, wie Sie zu dem Namen kommen. Hallo? Den Namen? Ja. Zu den Dana Wagner? Ja, wie kommen Sie denn da an den Namen ran? Das ist mein Name. Wie meinen Sie damit? Naja, Sie sind ja offensichtlich nicht deutsch, aber der Name ist ja ein Deutscher. Ja, mein Vater. Mein Vater kommt aus Deutschland, meine Mutter nicht. Ach so. So, ja, aber hab jetzt hier von Dana noch nichts bekommen. Haben Sie? Nee. Sie aktualisieren diese bittere Mail? Ja, habe ich aktualisiert. Ist ja, habe ich ja gerade angemacht. Ist ja aktuell hier. Haben Sie keine bekommen? Nee. Haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? WhatsApp? Ja. Auf der Festnetznummer hier? Nein, haben Sie überhaupt WhatsApp? Nö. Brauche ich das? Nee? Ah, jetzt habe ich ja was von Dana bekommen, ja? Ja, genau, aha. Öffnen Sie bitte das. Das ist Überweisungsinformationen. Und, Können Sie jetzt machen mit Ihrem Online-Banking? Hast du es hinten Ihnen, oder? Ja, für welche Webseite ist denn das überhaupt? Das ist Coins Banking, ja? Unsere Webseite heißt Coins Banking. Aha. Einfacher, Sie sollen diese Informationen geben dort ein, ja? Ja. Und wenn Sie haben das gemacht, also mit wie viel Geld möchten Sie das machen? Mit? Also die Seite heißt wie? Buchstabieren Sie mir das mal. Coins Banking. C wie Cesar, O wie Otto, I wie Ida, N wie Nordpol, S wie Siegfried, W wie Bertha, A wie Anton, N wie Nordpol, K wie Konrad, I wie Ida, N wie Nordpol, C wie Gerhard.com. Coinsbanking.com. Geht das auch in einer Geschwindigkeit, dass ich das mittippen kann? Also, möchten Sie machen diese Transaktion oder nicht? Ja, ich würde ja erstmal gerne wissen, für wen. Ja, für Coins Banking. Sie haben sich angemeldet in Coins Banking. Deshalb, ich rufe Sie jetzt an. Ja? Und wenn Sie machen diese Transaktion, bitte schicken mir ein Foto per Mail. Warum? Ein Screenshot können Sie machen, weil ich muss sicher sein, dass Sie haben schon das gemacht. Deshalb, ich kann nicht sagen, also Sie haben das gemacht oder nicht. Das ist das Problem. Aha. Ich denke, das ist logisch. Nee, so logisch ist das erstmal noch nicht, weil ich weiß ja gar nicht, auf welcher Seite. Ich bin ja da jetzt noch nicht, keine Ahnung. Coinsbanking.com. Ja. Ich kann sogar unseren Link schicken Ihnen. Ja, dann machen Sie mal. Können Sie machen diese Transaktion heute, oder? Weiß ich noch nicht. Ist ja schon spät heute, ne? Warum später? Haben Sie keine Zeit, oder? Doch. Ich habe geschickt unserer Link. Ja. Sind Sie da eigentlich mit so einem Job zufrieden? Natürlich. Mhm. Und haben Sie Familie? Natürlich. Was sagen die dazu, dass Sie so einen Job machen? Also, Herr Gerold, werden Sie machen diese Transaktion oder nicht? Weil. Ja, aber dazu müssten wir uns ja erstmal unterhalten, oder nicht? Natürlich können wir, aber naja. Ich bin sicher sein, dass Sie werden haben, machen diese Transaktion. Das ist das. Ja, aber Sie. Ich verhalte gerne.
gar nicht machen. Ja, naja, und was sagt die Familie zu dem Job? Sie sind auch zufrieden. Meine Mitglieder, Familienmitglieder. Ja, aber wissen die, was Sie da machen? Ja, natürlich. Was meinen Sie damit? Ja, naja, Menschen betrügen und abzocken, das ist schon eigentlich armselig. Das heißt, Sie werden nichts machen, ja? Das habe ich so jetzt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Sie da auf jeden Fall keinen seriösen Job machen. Dann Sie beleidigen jetzt nicht. Nö, also wenn Sie das als Beleidigung sehen, dann weiß ich ja nicht, warum Sie sich so einen Job ausgesucht haben. Okay, ich kann warten. Sie machen das. Sie können schicken mir ein Foto von dieser Transaktion. Nee. Ich schicke keine Bilder einfach so rum. Sie schicken keine? Nee. Warum? Sie haben gesagt, dass Sie können das machen. Ja, können schon. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass ich das mache. Machen Sie jetzt oder etwas später können Sie das machen? Ja, na, ich würde ja gerne erstmal darüber mehr erfahren, was Ihre Familie davon hält, dass Sie Menschen abzocken. Herr Gerold, werden Sie machen diese Transaktion oder nicht? Kurz antworten, bitte. Warum werden Sie denn da jetzt so gnatschig gleich? Nur weil ich Sie mal was frage. Okay, dann ich lege jetzt auf. Wenn Sie machen, schicken mir bitte ein Foto, okay? Finden Sie das in Ordnung, dass Sie Menschen betrügen? Okay, wiederhören. Betrüger. Tschüss. Abzocker. Sie sind Betrüger. Sie sind und Ihre Familie. Ja, Sie sind ja die Betrügerin und die Abzockerin. Ihre Freunde, Ihre Familie und alle, ja? Tschüss. Mensch, schön, dass Sie das bestätigen, dass Sie Betrüger sind. Ja, tschüss. Sie sind Betrüger. Sie sind professionelle Betrüger. Ich gratuliere Ihnen. Nee, Sie sind ja der Betrüger. Ich finde das nicht in Ordnung, was Sie da für einen Job machen. Spreche ich mit Bastian Lümmeltütchen, richtig? Hier spricht Herr Paul von der Handelsgesellschaft. Von was? Handelsgesellschaft, es geht um Handeln. Ja, aber wie heißt die Seite? Die habe ich nicht verstanden. Mein Name ist Leo Paulus. Ich rufe Sie von der Handelsgesellschaft. Es geht um Handel mit Bitcoin. Aber was für eine... Handels und weiter? Handel mit Bitcoin. Ja, und wie heißt die Firma? Ich habe es noch nicht verstanden. Handelsgesellschaft heißt Level Trade. Aha. Level Trade. Ja? Buchstabier mal. Okay. Level Trade. Ja, wie schreibt man das? Level Trade. Also, Level Trade zusammen. Ja, und die Buchstaben einzeln? LEVELTRADE. Level Trade. Und dann? Level Trade, das alles. Ja, gibt's denn eine Webseite zu? Leveltrade.de oder so? Also, Sie haben unsere Werbung gesehen und haben Ihre Daten bei uns gelassen, ja? Das ist halb professionell. Ich hatte gerade eine Frage gestellt. Wie bitte? Ja, ob es da eine Internetadresse dazu gibt. Also, Level Trade, ja, der... .de. Ja, .de, genau. Gibt's nicht, Seite wurde nicht gefunden. Also probieren dann .com. Dann probiere ich mal mit .com. Leveltrade.com. Gibt's nicht. Und so, und was für Problem gibt es? Webseite nicht vorhanden. Es ist unmöglich. Also es gibt kein Leveltrade.com. Gibt's nicht. Also, auf jeden Fall, probieren Sie bitte leveltrade.io. Jetzt ist es schon io. Gerade war es noch de, dann was kommen und jetzt ist es schon io. Wie heißt denn nur die Domain genau? Also leveltrade? Ja. .io. Wir suchen das. Ja, die gibt's ja. Aber aber als erstes machen wir mal die Musik da im Hintergrund aus. Weil wenn es jetzt hier um Geldgeschäfte geht, dann will ich da im Hintergrund keine Musik haben. Aber warum glauben Sie so? Ich arbeite im Büro. Warum kann ich Musik nicht hören? Was für Problem gibt es? Ja, weil ich das dann nicht seriös finde mit Geldgeschäfte. Warum nicht seriös? Ja, habe ich doch jetzt gerade erklärt. Ich finde das mit Geldgeschäfte nicht seriös.
Ja, und wir sind Leute, wir können Musik hören beim Arbeit. Mhm. Was für Problem gibt es, das verstehe ich nicht. Ja, ich bin der Kunde und der Kunde hat gerade gesagt, ihm gefällt die Musik im Hintergrund nicht. Okay, aber was machen Sie beruflich? Darf ich sagen? Was ich beruflich mache? Sie, zum Beispiel, wenn Sie im Büro sitzen, warum können wir nicht Musik hören? Ja, ich sitze auch im Büro und höre Musik, aber die mache ich aus, wenn jemand anruft. Das ist doch höflich nur, oder nicht? Aber hören Sie, was ich sage? Das ist schwierig, das ist das Problem. Wichtigste. Naja, eben ja nicht. Das ist ja gerade das Problem. Ich verstehe kaum, was du sagst. Deswegen Musik bitte aus im Hintergrund. Weil wenn wir hier Geldgeschäfte machen wollen, dann ohne Musik. Ist das für Sie so prinzipiell, oder? Ja, das ist prinzipiell. Ja, aber können wir über Handel sprechen? Ja, ohne Musik können wir. Ohne Musik können wir darüber sprechen, ja. Wenn die Musik aus ist. Es ist nicht meine Musik, verstehen Sie? Ja gut, aber man kann ja dafür sorgen, dass die ausgemacht wird, ne? Ich warte so lange. Okay. Moment. Bleiben Sie bitte auf der Linie. Naja, hier haben wir wenigstens GEMA-freie Musik. So wird besser, oder? Ja, scheint erstmal besser zu sein, ja. Gut. Gut, so, es geht um Handel mit Bitcoin, ja? Und haben Sie Interesse dafür? Ja, grundsätzlich schon, ja. Ist das für Sie aktuell, ja? Ja. Und haben Sie schon gehandelt? Haben Sie schon probiert? Nie, ja? So jetzt hier noch nicht, nee. Und was wissen Sie darüber? Gar nichts. Also ich hatte mich nur angemeldet hier über so eine Werbung, dass man da Geld verdienen kann. Und da dachte ich, da mache ich mit. Gut, super. Dann verstehen Sie, bei uns funktioniert es so. Sie erstellen bei uns Ihr Handelskonto, ja, und dann aktivieren Sie das Konto und bekommen einen Zugang zu den Finanzmärkten, ja, und dort können Sie mit verschiedenen Instrumenten, zum Beispiel mit Bitcoin, handeln. Mhm. Aber es kann auch Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien sein, ja, das ist Ihre Entscheidung, damit zu handeln. Ja, und dann handeln Sie kaufen und verkaufen verschiedene Finanzinstrumente und Ihr Profit kommt gerade auf Ihr Handelskonto. Ja. Ja, und jede Zeit können Sie das Geld auszahlen. Es ist bei uns technisch möglich, kein Problem, ja. Und wie gesagt, die minimale Handelssumme bei uns ist 250 Euro. Es ist wie ein Test. Sie testen unsere Plattform, ja. Und dann, wenn alles gefällt Ihnen, können Sie mit größerer Summe handeln, sozusagen. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Ja. Und wie gefällt das Ihnen? Ja, klingt ganz gut. Also, darf ich sagen, wofür suchen Sie einen zusätzlichen Verdienst eigentlich? Ja, es geht um, ja, kann man ja nie genug haben, ne? Also ich meine, so die Rente ein bisschen aufstocken im Voraus. Ja. Also, bei uns sind Sie in der Lage, 40-60% Ihrer Anzahlungssumme als Profit monatlich zu kriegen, ja? Wie gefällt das Ihnen? Ja, wer kriegt den Rest? Wie bitte? Na, wenn ich nur 40-60% kriege, wer kriegt denn die anderen 40-60%? Wiederholen Sie bitte nochmal. Ja, wer den Rest bekommt. Wer den Rest bekommt? Den Rest. Also, das ist Ihr Geld. Sie bleiben auf Ihr Handelskonto immer. Ja, aber wenn ich nur 40-60% behalten darf? Ja, 60% bis 60% monatlich als Profit kriegen können. Achso, wo ist der Rest denn zu 100%? Nicht, also,
Verstehen Sie, zum Beispiel zahlen Sie 250 Euro ja, ein und dann können Sie bis 60% dieser Summe monatlich zu kriegen als Profit. Ach, das kommt denn da drauf? Ich dachte, man nimmt mir denn von den 250 Euro die 60% weg. Nee. Das Profit kommt auf Ihr Handelskonto, ja, und Sie vermehren diesen Beitrag, verstehen Sie? Ja. Und wie funktioniert das mit den komischen Hebeln? Weil ich habe mal gehört, da gibt es so verschiedene Hebel, also einen langen Hebel und einen kurzen Hebel und einen schönen Hebel und einen hässlichen Hebel. Wie funktioniert also, das mit diesen Hebeln? Das müssen Sie eigentlich nicht wissen. Sie handeln mit Fachmann, ja, mit dem Fachmann. Und nach der Einzahlung bekommen Sie Hilfe von unserem Fachmann. Ja, und dann besprechen Sie, wählen Sie beste Handelsstrategie und handeln Sie mit unserem Fachmann. Ja, wenn Sie Anfänger sind, können Sie natürlich mit Fachmann handeln. Mhm. Weil wir arbeiten auch mit Anfängern, es ist kein Problem. Und was ist das für ein Fachmann? Ja. Finanzberater, unserem Finanzberater. Ach, ein Finanzberater-Fachmann. Ja. Ah, okay. Ja, dann habe ich das verstanden, ja? Ja. Super, dann. Also, wir können das jetzt machen. Wir können das jetzt anfangen. Wie gefällt das Ihnen? Ja, so was ich bis jetzt gehört habe, war ganz schlüpfrig, ja. Wie bitte? Ich sage, was ich so gehört habe, war ganz nett. Ja, und was ist Ihre Meinung? Was können Sie sagen dafür? Stecken wir mal ein paar Scheinchen rein, wa? Wie bitte? Ich sage, stecken wir mal ein paar Scheinchen rein. Also, Geld Lümmeltütchen, wir können das jetzt machen. Wir können jetzt mit Handel anzufangen. Und ich möchte Ihre Meinung dazu wissen. Die ist positiv, ja. Positiv? Ja. Also, es dauert nicht viel Zeit. Ich haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nö, das ist eine Festnetznummer. Also ein Festlandtelefon. Nicht Satellit. Es ist ein ganz normales Telefon, nicht Satellit oder so. Das aber haben Sie Computer? Haben Sie Computer, Rechner? Ja, sowas habe ich auch, ja. Und haben Sie WhatsApp dort, oder? Nö. Also haben Sie E-Mail-Adresse eigentlich? Ja, eine E-Mail-Adresse habe ich, ja. Und es klingt basten@googlemail.com, richtig? Genau. Also, wie oft überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse? Wie oft ich die nachgucke? Ja, genau. Wie oft? Weiß ich nicht, also eigentlich ganz selten, immer wenn ich da mal reingucken soll, wieso? Ich meine, ich schicke Ihnen per E-Mail unsere Daten, ja, damit die Einzahlung machen können. Und deshalb frage ich, wie oft überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse? Weil es ist wichtig in diesem Fall. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber kann ich das nicht auf eurer Webseite dann direkt bezahlen? Weil ich bin ja jetzt hier schon auf diesem Level-Trade. Level-Trade? Ja. Bin ich ja eingeloggt hier in dem Ding. Also, wenn Sie Mastercard haben, können Sie das direkt machen, natürlich. Ja, die habe ich, die Karte, ja. Okay. Kann ja auch erstmal hier in den E-Mail gucken, wo Sie gesagt haben, dann gehe ich da erstmal hin. Dann machen wir jetzt erstmal das mit der E-Mail, weil Sie haben mir das ja schon geschickt und wir wollen ja nicht die Zeit verplempern, die Sie sich da genommen haben. Also es wird besser für Sie per E-Mail machen, ja? Ich gucke da jetzt mal, ja. Sie haben ja gesagt, Sie haben mir eine E-Mail geschickt. Dann gucke ich da mal rein in das Ding. Okay. Ja. Lümmelstürchen, können wir in 10 Minuten nochmal reden? Ich schicke Ihnen Adresse. Also, ich schicke Ihnen Daten. Können wir in 10 Minuten nochmal Anruf führen? Wieso in 10 Minuten nochmal? Ich bin doch jetzt dran. Weil ich muss diese Daten in unserem Finanzabteilung bekommen. Verstehen Sie? Ja, dann warte ich so lange. Dann warte ich so lange. Das ist kein Problem. Dann können wir uns ja ein bisschen unterhalten.
Dann bleiben Sie bitte auf der Linie, ja? Ja, ich bleibe auf der Linie. Hm? Nee, der gibt mir jetzt nicht 10 Minuten lang Musik. Das kann ich ja nicht mal... Nee. So war das nicht verabredet. Also Leute, ich leg jetzt wirklich das erste Mal von alleine auf. Weil ich habe jetzt darauf 10 Minuten lang keine Lust. Ja, ich habe Ihnen per E-Mail einen Link geschickt. Ja, aber Sie sind ja nicht dran geblieben am Telefon. Ich wollte ja, dass wir miteinander sprechen, aber das, dann haben Sie mich ja einfach... Ne, vielleicht... Doch. Da war ja, auf einmal so eine olle Musik da in der Leitung. Das wollte ich nicht. Also, nun da ist das Problem, ja? Ja. Nun, das ist das Problem, ja? Echt? Das finde ich ist jetzt ein Problem, ja, weil ich habe gesagt, wir können uns ja noch über die Firma unterhalten und Sie legen mich einfach in die Warteschleife, ohne darauf einzugehen. Ist doch unhöflich. Das ist unhöflich? Ja, das ist unhöflich. Aber ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe halten geklickt und naja, ich weiß nicht, warum, und das, genau das sollten Sie ja nicht. Doch. Ist doch nicht nett, sowas. Was nicht? Naja, das, was Sie da gemacht haben. Aber es ist nicht unhöflich, ja, ich habe... Na doch, ich habe ja gesagt, wir können uns ja noch unterhalten und Sie drücken mich einfach weg. Nee, das habe ich nicht gemacht. Natürlich, ich hatte doch dann Musik. Das ist nicht mein Schuld. Doch. Okay, wie Sie wollen. Okay, tschüss. Wie, tschüss? Was denn nun? Aha. Ja? Hallo, Herr Katze, ja? Deine Katze. Ich verstehe Sie gar nicht, Sie sind ganz leise. Katze. Ich höre Sie nicht. Sie haben doch geredet. Ich kann Sie nicht hören. Sie sind sehr leise. Zwei Tage haben wir geredet. Wer ist da dran? Dennis Kaminski. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Der Herr Katze, sind Sie das, oder? Ah ja, der Herr Kleine Katze, ja? Hm? Der Herr Kleine Katze. Und wieso haben Sie so einen Namen? Kleine Katze. Ja, wieso nicht? Was lachen Sie über meinen Namen? Finden Sie den witzig? Katze. Wissen Sie, was Katze bedeutet? Ja. Okay. Herr Katze, Sie haben Interesse gezeigt in Kryptowährung und Sie haben Freitag geredet. Ja, aber Sie müssen lauter sprechen. Ich höre Sie fast gar nicht am Telefon. Wollen Sie, dass ich schreie oder wie ist die Sache hier? Ich möchte eine Lautstärke haben, dass ich Sie auch höre. Okay, machen Sie laut bei Ihnen und dann hören Sie mich. Ja, ich kann nicht hier schreien. Ich habe viele Kunden, viele Mitarbeiter hier. Ja, aber in einem vernünftigen, ausgestatteten Callcenter hat man Mikrofone, wo man auch was einstellen kann. Wie meinst du das mit Callcenter? Naja, dass man am Mikrofon das einstellen kann, die Lautstärke. Aber wir sind keine Callcenter, Herr Katze, verstehst du? Aha, und wer ruft mich denn an? Ja, der Dennis Kaminski, ich melde mich von GS4 Trade. Wir sind ein Unternehmen, eine Firma, okay? Ja, aber klingt nach Callcenter, weil wer ruft sonst an? Weil wenn du zum Beispiel so denkst, dann denkst du so. Und ich bin also halb Italiener, halb Deutscher. Hast du etwas ein Problem irgendwo oder wie ist die Sache hier? Nö, was hat denn das damit zu tun, dass du in einem Callcenter arbeitest? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, aber was sagst du so? Landsmann, Lautsprache. Sprech mal lauter, ich höre nichts. Ich kann nicht schreien, wenn du willst, können wir so reden. Wenn nicht, dann alles Gute. Ja, dann alles Gute. Ja, weil ich kann nicht schreien, ich habe viele Mitarbeiter hier. Ach, ich dachte, ihr seid kein Callcenter. Und dann, das bedeutet also nur, dass wir so sind, oder? Wie du das sagst. Na, ihr seid ein Callcenter, ja. Wenn da mehrere Leute in einem Raum sitzen, das ist die Definition von Callcenter, wenn die alle telefonieren. Wenn ich fragen darf, du bist bestimmt so ein, wie kann ich das sagen, so deutsch, ein Staatsanwalt oder was kann ich sagen, so. Du bist nicht so ein normaler Mensch, oder? Warum aber ist ein Staatsanwalt kein normaler Mensch? Erkläre mir das bitte. Arbeitest du bei der CIA? Nö, die CIA gibt's in Deutschland nicht. Es gibt, aber die Menschen kennen das nicht, ja? Ja, also zumindest sind die von Deutschland nicht, die CIA, ja. Die heißen anders, das ist der BND, aber okay. Alles versteckt. Ja, das ist ja bei uns der BND. Bei uns heißt der BND ist der Geheimdienst, nicht die CIA. Die CIA ist aus Amerika. Okay, siehst du das, also du arbeitest bei dem, oder? Ich kann das nicht, meine Stimme, ja? Ich arbeite mit verschiedenen Menschen immer wieder und ich kann es sofort merken.
ob du ein normaler Mensch bist, du arbeitest bei Kriminalpolizei oder was weiß ich. Wenn man bei der Kriminalpolizei arbeitet, ist man kein normaler Mensch? Nein, kein normaler Mensch. Ein normaler Mensch arbeitet einen normalen Job. Und ja, aber was ist denn an der Kriminalpolizei nicht normal? Nicht normal, weil es gibt Menschen, die betrügen, es gibt Menschen, die arbeiten nur mit Geld, Business, verstehst du? Und die kleinen Menschen wissen das nicht, aber die Großen wissen das. Und deswegen weiß ich, was du arbeitest oder was die arbeiten und was sie machen, ja? Weil du kannst nicht vorstellen, was für ein Mensch bin. Zum Beispiel, du kannst nur in deinen Träumen vorstellen. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Aha. Weil du redest so mit einem guten Akzent, also guten deutschen Akzent. Ich spreche das, weil die Menschen, die so reden, sind zum Beispiel bei der Hauptpolizei oder Hauptkommissar oder was weiß ich, oder als ein Agent, ein geschätztes Agent, verstehst du? Aha. Aha, ja. Jetzt rede du. Ja, was soll ich erzählen? Erzähl etwas, was arbeitest du, was machst du? Ich denke mal, das tut dir nichts zur Sache, was ich beruflich mache. Ja, das tut mir zur Sache, weil ich will dir helfen, Mann. Ich will dir Geld machen, verstehst du? Weil ich habe die Möglichkeit, dass du Geld machen kannst, nur in Träumen. Mhm. Und wozu brauche ich das? Du brauchst zum Beispiel, weil jeder heutzutage braucht Geld. Du kannst zum Beispiel... Ich sag mal, wenn man einen anständigen Job hat, dann kriegt man ja da schon genug. Wie viel kriegst du im Monat? 10.000, oder? Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was dich das jetzt hier schon wieder angeht. Bestimmt kriegst du so 10.000 oder 15, weil ein guter Agent kriegt ungefähr so bis 20.000. Ja, und weiter? Ja, weiter. Hast du Erfahrung mit Online-Trading so, wenn ich fragen darf? Nö. Nee. Sag die Wahrheit, weil du hast Erfahrung, ja? Weil zum Beispiel niemand weiß zum Beispiel, wo ich arbeite oder wo jemand arbeitet. Also du hast sofort gesagt, ja, du arbeitest hier in Content oder was weiß ich. Naja, die Definition von mehreren Menschen in einem Raum, die telefonieren, ist Callcenter. Nein, du meinst das so, aber das ist nicht so. Mhm. Na dann, wie heißt das dann? GS4 Trade, Online Trading, Online Handel. Ja, das ist die Firma, aber die Leute, die anrufen, arbeiten in einem Callcenter. Nein, das ist kein, wo du das nennst. Ich kann das nicht nennen, weil es ist mir so peinlich, dass du mir so runterfällst. Verstehst du? Ich bin nicht so ein Typ. Ich arbeite seriös, ich mache das seit 15 Jahren und wenn ich etwas sage, dann weißt du, was ich sage, ja? Also klingt irgendwie nicht so. Also bei dir klingt das nicht, aber bei anderen klingt das sehr gut. Hm. Du bist, wenn ich fragen darf, wie alt bist du? Geht dich auch nichts an. Weil ich bin 41 und du? Jetzt geht dich nichts an. Bestimmt so 51 oder 52. So, kommt schon hin. Ich gebe dir mein Wort, weil ich kenne solche Leute. Hm. Ja, kein Müll, sondern okay. Weil Müll ist nicht so gut. Also verstehen Sie, in Deutschland ist das, klingt das nicht so gut. Aber bei irgendjemand anders, bei einem anderen Land, scheiß drauf. Hm. So, was wollen wir jetzt machen? Ich soll jetzt bei uns investierst du und ich zeige dir was Schritte, wie man mit Kryptowährung Geld machen kann. Na, dann zeig mal. Also du hast noch nie Erfahrung mit Online-Trading, ja? Mhm. Also bei uns hast du die Möglichkeit, mit 250 zu investieren. Du bekommst 300 Euro Bonus. Jede Zeit, wenn du willst, kannst du sofort eine Auszahlung machen, als Beweis, dass wir eine seriöse Firma sind. Wenn nicht, dann kannst du dein Geld nehmen und alles Gute. Naja, aber du verstehst die Logik an dem, was du gerade erzählt hast. Wenn ich mein Geld nicht bekomme, dann kann ich mein Geld also nehmen und dann alles Gute. Also wenn ich mein Geld nicht bekomme, wie soll ich es denn bekommen? Ich erzähle das. Das ist eine gute Frage. Wenn du zum Beispiel eine Woche nicht gutes Geld verdienst, du kannst dieses Geld auszahlen lassen und kannst sagen, alles Gute und schönen Tag noch. Ich will nicht mit mir, also mit dir oder mit deiner Firma zu tun haben. Und einmal in der Woche rufen wir dich, weil unser Plan ist so, einmal in der Woche ist genug, jemanden anzurufen, der Online-Trading macht, weil das ist so mit unserem Gesetz. Wir haben etwas, was wir die anderen nicht haben. Und dann einmal in der Woche rufe ich dich, du bekommst einen Sicherheitscode. Das bedeutet, wir lassen einen Namen oder ein Nummer, du kannst immer wieder reingehen, gucken, wie wir Geld profitieren, wie die Profite hochgehen, wie die Profite runtergehen, verstehst du? Weil du musst das auch sehen, nicht nur ich, weil das ist dein Account. Und wenn ich zum Beispiel innerhalb einer Woche nicht dir zum Beispiel 1.500 Euro Profite mache,
Du kannst sofort aufhören lassen und du kannst sagen, ja Dennis, verpiss dich, Mann, weil ich will nicht mit dir zu tun haben. Aber wenn du zum Beispiel innerhalb einer Woche 1500 Euro bis 2000 Euro Geld machst, dann wirst du sagen, Herr Dennis, komm, ich lade dich ein, wir trinken ein Glas Kaffee oder Bier, was weiß ich. Hauptsache, du bist zufrieden, weil der erste Mensch ist, du verdienst Geld, ich verdiene Geld. Weil wenn du verlierst, verdiene ich auch. Und deswegen mein Interesse ist, hier reinzubringen, wenn du verdienst, verdiene ich auch. Und das ist das Gute. Also, der Chef ist der Dritte, der Geld verdient. Kaffee trinkt man übrigens nicht aus einem Glas, sondern aus einer Tasse. Okay, wie? Das ist egal. Hauptsache, du bist zufrieden. Verstehst du? Ob du mich einladest oder nicht, das ist dein Interesse. Ich will nur, dass du mir zum Beispiel, wenn du morgen oder übermorgen in Kaufland bist oder in Netto oder in Lidl, du zum Beispiel grüßen. Hallo, Herr Dennis, wie geht's? Mich zum Beispiel Kopf runter und mich grüßen. Verstehst du, was ich meine? Der Katze. Interessante Theorie. So, und wer garantiert mir jetzt, dass ich meine Kohle da wieder auszahlen kann? Kannst du wiederholen nochmal? Ich habe dich nicht gehört. Ja, wer garantiert mir denn, dass ich meine Kohle bei euch wieder auszahlen kann? Also ich garantiere das. Ich kann das per E-Mail-Schrift schicken und meine Firma auch innerhalb 2-3 Tagen. Wenn wir nicht zum Beispiel Geld machen können oder etwas Profite machen, wenn du kannst sofort auszahlen lassen und das Geld, dass wir diesen Bonus dir geben, du kannst das auch nehmen und schön gar noch. Aber wenn du zum Beispiel zufrieden bist, warum nicht zum Beispiel Geld innerhalb einer Woche 1500 Euro oder 1000 Euro zu machen, ist eine Menge Geld. Das heißt, die Menschen, die arbeiten jedes Monat für 1000 Euro. Ist das so oder bin ich falsch? Ja. Ich habe Menschen, die arbeiten für 900 Euro, 800 Euro in Deutschland. Und er muss Miete bezahlen, 400 Euro, 50 oder 60 Euro muss der Strom zahlen, Wasser, Essen, verstehst du? Ja, aber dann arbeiten die Leute aber auch keine 8 Stunden am Tag. Ja, ich kann das nicht wissen, aber ich will nur ein Beispiel, ein kleines Beispiel nehmen. Also bei uns gibt es sowas wie den Mindestlohn, das heißt, unter 1300 Euro geht gar nicht. Also nur wenn ich dann weniger als 8 Stunden am Tag arbeite, dann würde das gehen, ja, aber dann hat man in der Regel 2 Jobs. 1300 Euro im Monat. Das ist das absolute Minimum, was man in Deutschland bekommt, ja. Also es gibt mehr, oder? Aus 1300 Euro. Also das Kleinste ist 1300 Euro. Ja, das ist das Kleinste, genau. Okay, das ist super. Also, aber in Deutschland, ob du glaubst oder nicht, mit 1400 Euro oder 2000 Euro kann man nicht leben. Ja, das ist mir bewusst, dass man davon kaum leben kann, ja. Aber ich habe mal eine andere Frage. Kleinen Moment, hier. Ja, warum geht denn eure Rufnummer nicht? Es geht nicht, weil ich selbst, und ich habe auch viele Kunden am Start, deswegen kann man uns nicht sehr erreichen. Wenn du willst, per E-Mail, per WhatsApp, das ist eine Entscheidung. Aha, du weißt aber schon, dass das illegal ist. Das ist nicht illegal. Doch, das nennt man Spoofing. Das ist legal. Nee. Verstehst du legal, was das bedeutet? Ja, ich verstehe das schon ganz gut, was das bedeutet, aber es ist illegal, dass man eure Rufnummer nicht zurückrufen kann. Es ist verpflichtend in Deutschland, dass ich eure Rufnummer zurückrufen kann. Also in Deutschland meinst du das? Ja. Also nur in ein paar Städten, so ein paar. Nee, nicht nur ein paar Städte, sondern in ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Okay, das ist deine Entscheidung, Herr Katze. Wenn du willst, können wir das machen. Wenn nicht, das ist dein Interesse, ob du das machst oder nicht. Ja, was soll ich mit einer Firma, die ich nicht mal zurückrufen kann? Also glaub mir, Herr Katze, weil ich weiß, du versuchst sehr viel rauszufinden, um etwas zu machen, aber das kriegst du nie mehr hin. Wenn du zum Beispiel investieren willst, das mit deinen eigenen Augen sehen, kannst du das machen. Aber wenn du etwas herausfinden willst, das kannst du nie in deinem Leben machen. Auch mit mir nicht, mit irgendjemand anders, okay. Aber mit mir kannst du keine Chance. Also, verstehst du, nicht 1% kannst du das machen. Wenn du willst, ich gebe dir die Möglichkeit, du investierst, weil mit 250 Euro, ich kann nur ein Cola kaufen mit deinem Geld, verstehst du? Weil ich bekomme mehr im Monat, mit dieses kann ich nur zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehe, kann ich nur einen Kaffee trinken und schönen Tag noch. Weil das ist überhaupt gar kein Geld für mich oder von meinem Chef oder meiner Firma. Weil es gibt Menschen, ob du glaubst oder nicht, die zahlen 70.000, 60.000. Verstehst du? Doch, tragischerweise habe ich sowas schon in den Nachrichten gehört, ja. Ja,
Weißt du, was die alle berichten, die so viel Geld einzahlen? Die landen alle bei uns in Deutschland im Fernsehen in den Abendnachrichten und erzählen von eurer Story. Wie nochmal bitte? Ja, genau. Kannst du wiederholen? Ja, die Leute, die es hören sollen, haben es gehört. Ja, kannst du das wiederholen nochmal? Ich will das nur einmal wiederhören. Ihr seid nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Willst du dir nicht mal einen vernünftigen Job suchen? Nein, das mache ich immer in meinem ganzen Leben. Das ist traurig. Ich will nur etwas sagen, dann kannst du, was du machen willst. Ja? Zum Beispiel, ich kann dir auch nicht sagen, lass den Job und mach irgendwas anderes. Geh zum Beispiel einen Verkäufer oder mach irgendein Business, weil das liegt in meinem Herz. Ich mache das immer in meinem ganzen Leben. Ja, das ist aber wirklich traurig, dass du die Leute bescheißt. Das ist traurig, weil ich will Geld, ich will mein Leben genießen und ich will nicht zum Beispiel für 1000 Euro arbeiten und immer wieder wie kann ich das in Deutschland nennen, Hartz IV oder was weiß ich, in mein Leben lassen. Und zum Beispiel, wenn ich dich zum Beispiel mit einer vorstelle, warum soll ich das nicht machen auch zum Beispiel? Weil ich kann das auch nicht wissen, was du machst. Ja, aber ihr beklaut die Leute. Es ist Diebstahl. Es ist Betrug. Das ist Betrug. Nach deutschem Recht machst du dich hier gerade sogar selbst strafbar. Das liegt so in deinen in deinen Hirn, aber es ist nicht so. Naja doch, es ist so. Das liegt ja auf der Hand. Keine Chance, Mann. Und warum seid ihr dann nicht zurückrufbar? Warum geht eure Telefonnummer nicht? Ich will zum Beispiel, wenn mein Monat kommt, ich will 15.000, 20.000 Euro drum bekommen und nicht 1.000. Verstehst du, Mann? Dafür kann man aber auch normal arbeiten gehen für das Geld. Braucht man halt nur einen dementsprechenden Job, ne? Für 20.000 Euro nie in dein Leben. Nur der Chef bekommt das. Also, ja, dann wär's zum Chef und dann ist okay, oder nicht? Aber normaler Mensch arbeiten auch, zum Beispiel auch nicht ein Ingenieur bekommt das. Ja gut, aber dafür muss man dann auch studiert haben, ne? Also studieren, aber ich weiß nicht, wer jemand 20.000 oder 30.000 im Monat bekommt. Findest du mir einen Job? Ich lasse diesen Job. Ja, du wirst es garantiert auch nicht verdienen, so viel. Das ist übertrieben. Nicht mal als Betrüger. Ich meine, so viel werden die dir freiwillig nicht abgeben. Ich will dir etwas sagen, ganz kurz. Findest du mir einen Job, der mir 20.000 im Monat geht? Ich lasse den Job sofort. Naja, ich dachte, man kann bei euch so viel monatlich verdienen. Versuchst du mir doch hier gerade zu erklären. Dann investier doch da dein Geld. Warum gehst du denn überhaupt noch arbeiten? Warum telefonieren wir überhaupt noch? Du hättest doch deine ganze Kohle investieren können. Nein, weil ich mach das selber. Ob du glaubst oder nicht, ich habe meine halbe Million mit diesem Online-Trading gemacht. Ja, genau. Und habe ich meinen Lohn bekommen. Ja, aber wozu brauchst du deinen Lohn noch, wenn du da dein Geld rein investieren kannst? Da brauchst du doch nicht telefonieren, sowas Armseliges. Warum denn ich zum Beispiel, wenn jemand eine Million hat, warum nicht 2 Millionen machen? Ja, aber doch nicht am Telefon. Dann investier doch da weiter dein Geld rein und dann hast du doch da schnell deine 2 Millionen. Dann verstehe ich nicht, warum du noch arbeiten gehen musst. Das ist doch absolut unlogisch. Das ist nicht unlogisch. In deinem Kopf klingt das so. In meinem Kopf nein, ja? Weil ich bin schlauer als du, ja? Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Wer von uns beiden ist schlauer? Wenn du zum Beispiel jetzt 2000 Euro kriegst und du bist so sehr zufrieden mit das ist eine Sache, aber ich bin nicht zufrieden, ich will immer mehr, ja? Ich will mein Leben genießen, ich will immer wieder Urlaub machen. Ja, aber dann brauchst du doch da nur rein investieren und brauchst nicht telefonieren. Ich brauche, weil ich brauche zum Beispiel nicht so 15.000, 20.000 nur zum Telefonieren. Ach, doch Quatsch, das ist doch absoluter Bullshit, das ist doch Blödsinn. Okay, das ging in deine Ohren, aber du weißt überhaupt gar nicht. Wenn du machen willst, mach. Wenn nicht, dann alles gut, Herr Gott, ja? Weil du hast die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und wenn du willst, kannst du... Also das Einzige, was man bei euch für eine Möglichkeit hat, ist, euch das Geld zu überweisen und dann ist es weg. Mehr passiert nicht. Ja. Du hast sowieso wahrscheinlich da ein Crypto-Wallet, weil was anderes habt ihr nicht. Und dann ist die Kohle weg. Die ist nicht mehr nachvollziehbar. Und die Telefonnummer ist nicht erreichbar. Wenn du... Ich will dir was sagen und dann kannst du sofort auflegen. Ja, ihr habt dann ein Demokonto, ich weiß, und dann kriege ich noch einen Anruf von dem nächsten Schauspieler, der dann noch mehr Geld aus mir rauskitzeln will. Das ist richtig. Ich will nur etwas sagen, ja. Ob du machst oder nicht, ist mir scheißegal, ja. Ich gebe dir nur etwas, eine Chance. Wenn du schlau bist, weil du redest sehr schlau, du klingst in deinem Kopf, du denkst, du bist sehr schlau, du willst etwas herausfinden, aber das kannst du nie in deinem Leben machen, ja. Also bei mir nicht. Wenn du investieren willst, mach das, ich gebe dir mein Ehrenwort, weil wenn du ein Mann bist, 250 Euro ist nicht die Weltuntergang, mach das. Wenn nicht, alles Gute und tschüss, amigo. Wenn du ein Mann bist, aber du bist kein Mann,
Also ich sage so auf Deutsch, wenn du Eier hast, dann mach das. Wenn nicht, dann lass in deinen Job, arbeite ruhig. Wenn irgendjemand ihnen anruft, wenn du zum Beispiel Erfolg hast mit denen etwas. Gott, bin ich froh, dass wir über diese Zivilisationsphase schon darüber hinaus sind, so zu sprechen. Also das ist meine Art, weil du redest auch nicht so vernünftig mit mir und deswegen mache ich das. Mhm. Und du, also nochmal, du willst hier vorgeben, du rufst von einem Finanzunternehmen an und unterhältst dich mit mir eigentlich, als wärst du gerade aus der Grundschule entlassen worden. Also mein zweites Job ist also Psychologe, verstehst du? Natürlich, ja, genau. Und deswegen kann ich das herausfinden, dass du etwas herausfindest, aber nie in dein Leben. Verstehst du? Das kannst du nie machen. Ob du zum Beispiel irgendwie jemand arbeitest, ist es mir scheißegal, mit wem arbeitest du. Aber du kannst das nie machen. In deinem Leben nicht. Okay, mach das. Wenn ein Dummkopf bei dir kommt und alles erzählt, rausfindest, ich gebe dir 5000 Euro Geschenk. Okay? Wenn du schlau bist, wenn du Eier hast, Mann, mach die 250 Euro bei mir. Wenn du zum Beispiel nicht zufrieden bist, du bekommst dein Geld automatisch für du. Ja, Blödsinn. Das ist alles Blödsinn, was du erzählst. Da ist nichts von wahr. Da ist nicht mal ein kleiner Wahrheitsteil dran. Du kannst nicht herausfinden, weil wenn du investieren willst, wenn du etwas Großes herausfinden willst, dann muss man ein bisschen regieren, verstehst du? Du kannst nicht sofort alles wissen, alles herausfinden. Du musst immer schwimmen. Und dann kannst du zum Beispiel bei der richtigen Position kommen. Du musst immer notieren. Immer Fußball spielen. Wenn du das, also schießt einmal, dann kriegst du diese Chance. Okay? Sei ehrlich, Herr Katze, hast du das alles aufgenommen? Natürlich. Ja, ich weiß das. Ich höre das, weil immer wieder meine Stimme redet immer wieder. Also ich kann das merken. Und deswegen redest du. Und kein N, sondern okay, ja? Weißt du, kannst du etwas sagen? Rede nur, weil du willst nur meine Stimme hören. Ja, ich denke mal, das ist aussagekräftig genug gewesen, was du uns hier so erzählt hast. Und wenn Stranger, was machst du mit dieser Aufnahme? Tja. Bestimmt gehst du irgendwo im Internet lassen, oder? Mit meiner Stimme rumspielen. Wer weiß. Ich kann das merken, ich weiß es. Ich hatte einen Freund, so er hat das gemacht und die ganze Welt weiß von ihnen. Aber mit ihr niemals. Ich gebe dir mein Ehrenwort, da kannst du mich niemals machen. Klar, ich drücke einfach auf Upload und schon ist das Ding gegessen. Also. Okay, wir würden sehen, wer schlau ist. Du oder ich? Naja, das. Könnt ihr mir ja alle mal in die Kommentare schreiben, wer schlauer von uns beiden war. Kannst dich ja gerne dran beteiligen an der Diskussion. Okay, wann würdest du diese also in Internet schreiben? Ich muss das sehen, ich muss das hören. Weiß ich noch nicht. Also ich denke mal, jetzt bin ich so momentan bei, muss jetzt noch 29 Uploads habe ich noch vor mir. Dann kommt dazu noch die Infovideos, also es wird noch ein Weilchen dauern. Kann ich jetzt nicht so spontan sagen, aber wir sind in der Serie schon in der Vorproduktion schon ganz gut. Ja, damit es auch jeden Tag wirklich ein neues Video gibt. Es finden sich auf jeden Fall immer wieder genug Leute, die hier anrufen. Aber du kannst nie in deinem Leben etwas herausfinden. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Tja, wenn du wüsstest, auf welchem Wissensstand wir hier auf diesem Kanal schon sind, dann... Tja. Ich weiß, in welchem Kanal. Ich kann das merken, weil wenn ich zum Beispiel mit einem normalen Mensch rede... Ich weiß, wer redet, aber du warst zum Beispiel irgendwo bei der Polizei oder einer Agent, irgendwas bist du, aber scheißegal, Mann. Scheißegal, und kein sondern okay. Weil du bist schlau als mich, aber du kannst das nicht machen. Ich gebe dir mein Wort. Naja, dann werden wir das ja sehen. Ich lege mal auf, ja, weil ich habe keine Zeit mit dir zu reden und ich habe eine Stunde, okay? Ach, auf einmal. War doch gerade so schön. Wir haben doch jetzt hier schon fast eine halbe Stunde rum. Voll die Stunde, aber du nimmst alles auf und... Ja, die Leute wollen ja auch unterhalten werden. Deswegen, also es war doch sehr unterhaltsam, was du uns hier erzählt hast. Auf jeden Fall zum Lachen. Könntest Comedy machen, wirklich. Herr Katze, wenn du investieren willst, okay, wenn nicht, dann schon da. Ich habe keine Zeit. Also meine Zeit kostet Geld. Tüdelü. Ja? Willst du investieren, ja oder nein? Vielleicht. Vielleicht.
Ich weiß, weißt du wann? Wenn der Weihnachtsmann kommt, bestimmt dann machst du die Einzahlung, oder? Das kann sein, ja. Ich verstehe dich. Okay, wir hören uns nochmal. Ja, ich rufe dich nochmal später, weil du nimmst auch bestimmt die Aufnahme, ja? Mhm. Die ganze Welt zeigen, was du mit dem Herrn Thomas Stein geredet hast. Mhm. Hast du nicht vergessen, Thomas Stein, mein Name, ja? Ja, das ist so hast echt wie das ganze Telefongespräch hier. Hast du das geschrieben, Thomas Stein? Wir brauchen nicht schreiben, das macht das mittlerweile automatisch mit den Untertiteln. Alles Gute nochmal, ja? Ja, ja, den nicht. Katze. Ja. Thomas Stein, mein Name. Bisschen lauter. Katze, haben Sie die Aufnahme genommen, oder? Zu leise, immer noch. Ich kann nicht schreien. Naja, dann hört aber auch keiner was. Sie wollen die Aufnahme machen, oder? Es ist zu undeutlich, das bringt so nichts. Wollen Sie die Aufnahme nehmen? Mhm. Bestimmt, oder? Ja, ja, klar. Was wollen Sie machen mit der Aufnahme? Tja. Ich fragen darf. Sind wir jetzt fertig oder? Was wollen Sie mit der Nein, was wollen Sie mit der Aufnahme machen? Tja. Zeigen Sie mir. Nö. Wollen Sie die ganze Welt zeigen oder wie ist die Sache? Mhm. Reden Sie normal und kein, sondern reden Sie normal, Mann. Ich will auch Ihre Stimme in der Aufnahme hören. Deswegen, ja. Verstehst du? Genau. Wo arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Sag ich nicht. In Stuttgart, München, tja. Bayern, Köln, Berlin. Bestimmt in Berlin, weil die Sachen macht man immer in Berlin, oder? Weiß ich nicht, ob man das immer in Berlin macht. Ja, ich weiß das. Ach so. Weil du willst etwas herausfinden, aber du kannst das nicht machen. Mhm. Verstehst du? Was will ich denn herausfinden? Du willst herausfinden, wo wir arbeiten, was wir machen, ob wir eine seriöse Firma sind. Na gut, das habe ich schon rausgefunden. Das haben sie niemals gemacht. Und doch. Und das wirst du auch niemals finden. Naja, doch. Du hast unseren Platz bestimmt herausgefunden, oder? Was habe ich rausgefunden? Unser Platz, wo wir arbeiten, oder? Nö, das brauche ich auch gar nicht, weil ich weiß, dass der ganze Anruf halt illegal ist. Es fängt ja schon damit an, dass keine Genehmigung dazu existiert, mich anzurufen. Denn in Deutschland braucht man einen Double Opt-in. Wir rufen aus von Tokio. Ja, das spielt ja keine Rolle. Das muss man sich ja trotzdem an ein deutsches Gesetz halten. Von Afrika. Oder New York. Das spielt auch keine Rolle. Man muss sich trotzdem an ein deutsches Gesetz halten, wenn man nach Deutschland telefoniert. Okay, aber Sie halten sich nicht auf das deutsche Gesetz. Ja, Sie reden so vernünftig, verstehen Sie? Sie wollen etwas herausfinden, Sie wollen nur, dass ich rede. Sie wollen Sie nicht, oder? Ja, haben Sie doch schon rausgefunden, eure Rufnummer ist nicht rückrufbar, das ist schon illegal. Also wir haben schon zwei Punkte, die illegal sind. Also, das ist super. Ja. Also das freut mich, dass du das herausgefunden hast. Mhm. Aber etwas anderes kannst du nicht machen. Mhm. Okay? Hörst du mich? Ja, ja. Mhm. Schönen Tag noch. Ja. Dir nicht.